So, hallo zusammen. Ein weiteres Mal. Star Citizen. Nach einem kurzen, ziemlich unerfreulichen Anflug von Tod brauche ich neue Kleidung. Weshalb ich in New Babbage im Commerce, Commons bin, um mir zumindest mal irgendwie ein Undersuit zuzulegen, der nicht dieses unvorteilhafte Büßergewand weiß ist. Glasses wird uns aller Wahrscheinlichkeit nach gleich geerben. Und man merkt, es ruckelt, weil direkt vor dem Kommerz auf dem landseitigen Eingang ist ziemlich viel los. Na, das Büßergewand weiß und stylisches Schwarz. Dummerweise brauchen wir noch Helme. Nur den grauen. So, ich war jetzt ein zweites Mal auf der... Irgendwie haben sie, glaube ich, die Texturen verkackt, kann das sein? Wirklich. Yep. Da hat irgendwer die Undersuits ein wenig kaputt gemacht. Das sieht aus. Egal. So, währenddessen habe ich noch meine ganzen Schiffen geclaimed. Das eine oder andere sollte so langsam hier sein. Zumindest mal die Cutter sollte da sein. Ich muss mir jetzt echt einen neuen Spitznamen überlegen, wie ich die Caterpillar nenne. Man könnte fast meinen, es wäre gewollt, wenn er von hinten nicht total groß aussehen würde. Und einige der Elemente noch wieder zu erkennen wären. Einmal kurz die Textur verrutscht. Meine kleine Dragonfly, mit der bin ich eben über den See gefahren, um herzukommen. Was zu den Anfällen von Tod geführt hat, wenn auch nicht direkt. So, da fällt mir auf, ich brauche mal Joystick. Ach, das lässt sich nicht verwenden. Au! Nicht Dinge stoßen, die man noch braucht. Au. Unegales Fleisch muss ab, gehört bestraft. Haben wir das Fahrstuhlproblem? Nein, da. Oder auch nicht. Ich dachte, er steht noch davor. Also ein bisschen glitchy. Ist aber total überlastet. Wahrscheinlich gibt es gerade bessere Stellen in Hurston, Stanton, wo man sein kann. Vorzugsweise Hurston. Ja, schieb mich weg, du Arsch. Liebe solche Leute. Zum Glück sind die Zeiten vorbei, wo man dadurch regelmäßig stirbt. Nichtsdestotrotz passiert es noch immer, wenn auch selten. Meistens sind sie nicht direkt tödlich.
Tut mir leid, ich bin jemand, der nachtragend ist. So, was liegen wir denn Schönes? Was ist denn mittlerweile da? Nur ist doch schon einiges. Ukani hat es noch nicht hergeschafft. Caterpillar braucht auch noch eine Stunde. Cutlass. Ah ne, das ist die Rented Time. Och, ich bin doch so doof. Guck, die falschen Zeiten. Wer hat denn hier noch Zeiten am Laufen? Keiner mehr. Haben sie die Zeiten geändert? Ne, Reclaimer braucht noch 2 Minuten. Ist auf jeden Fall kürzer, als ich jetzt gedacht hätte. Ich habe auch nicht mehr drauf geguckt, finde ich. Irgendwann tut man das nicht mehr. Okay. Das müsste aber bedeuten, dass wir die Cutter ziehen können. Corsair auch. Sweet. Fangen wir mit der Corsair an. Gucken wir uns daher sicherlich mit Oggi nochmal zusammen an. Aber ich kann mich ja schon mal ein wenig damit beschäftigen. Wir werden allerdings erstmal starten und das Pad freimachen, denn Hangar gibt es nicht unendlich viele, ganz besonders in gewissen Größenordnungen, sodass wir andere nicht blockieren wollen. Solange das Spiel uns denn überhaupt die Wahl lässt. Denn das sehe ich gerade noch nicht. Habe ich auch einen Crash, kann das sein? Meine Maus bewegt sich nicht. Sieht nicht gut aus. War kurz vor Herzinfarkt. Also wenn man so sie direkt von hinten sieht und nur die Ladeluke betrachtet, das ist ziemlich unspektakulär. Ist ziemlich plain and simple. Da hätte ich gerne etwas mehr, keine Ahnung, Lichter oder so. Aber das ist definitiv Meckern auf hohem Niveau. Es klackert sogar schön. Auch wenn ich nicht weiß, was in der Rolle klappert, aber egal. Die Dinger könnte man fälschlicherweise immer für keine Ahnung. Der Antrieb arretiert. Immer schön aufpassen, nicht aus Versehen unterwegs strangulieren. Kabel hängen heute wieder tief. Die Witze auch. Der Drake-Ventilator ist wieder mit an Bord. Den gibt's ohne Aufpreis dazu. Aber das neue Cockpit ist geil, das Design gefällt mir. Wirkt schön. Fast schon glaubwürdig. Lock all, machen wir denn hier alle unsere Button, die wir so brauchen. Die Kappe, der das bestimmt genau an und aus. Okay. Wollen wir mal kurz übers Radar gucken, wie viele Corsairs hier so unterwegs sind? Eine Black, eine Red, eine Freelancer, eine Corsair, noch eine Freelancer, eine Black, noch eine Corsair, eine Freelancer Miss, Aurora MR, Caterpillar. Ja, ist ein ganz netter Durchschnitt. Da ist meine Schnelltaste. Oder auch nicht. Hallo? Jetzt. Dauert manchmal. Ja.
Schönes, simples Landing Gear. Okay, eigentlich müsste sie... Ah, ist wieder ein Fahrwerk ausgefahren. Falsche Taste erwischt. Ich glaube, ich muss eine Taste suchen, die mich... Was war die falsche? Nein! Absturz! Ich darf leider nicht. Ja! Erfolgreich, würde ich sagen. Wahllos Tasten drücken im Cockpit ist für den Arsch. Nicht, dass ich das mittlerweile wissen sollte, aber vielleicht sollte man mich doch nicht fragen, wie das Spiel funktioniert. Gerade selbst disqualifiziert. So, ich komme trotzdem nicht auf die Taste zum Ausklappen der Flügel. Ich fürchte, wir werden nochmal kurz anhalten müssen, damit ich in die Einstellung gucken kann. Keybindings. Aber hat sie zwar wahrscheinlich nicht völlig unbeschädigt, aber ziemlich gut weggesteckt. Schlimmeres erwartet. Andere Schiff geht man dabei drauf. So, gucken, die Triebwerke wieder umstellen, damit wir hovern können, ohne abzustürzen. Wobei, so schlimm ist es mit ihrem Gewicht, glaube ich nicht. Gucken wir mal in die Option. Keybindings. Vitron haben wir ausprobiert. Probieren wir mal halten. Okay, suchen wir vielleicht einfach mal im Cockpit den Button. Ist vielleicht einfacher, als alle Tasten zu erraten. Lock all doors. Okay, den in der Mitte macht er nicht. Coupled Flight, das ist... Was haben wir denn da noch? Wing! Okay, jetzt wissen wir, wie die Funktion heißt, dann können wir nochmal danach suchen. Jetzt Flight. Noch nicht, aber... Extended Configuration. Ne, auch nichts, was irgendwie ansatzweise ähnlich klingt wie das, was wir gerade gemacht haben. Da ist er. Wing extended retract. Mal fragen wir die Suchmaschine unseres Vertrauens. Irgendwo erwähnt wurde. Der erste, der heute darüber stolpert.
natürlich nur die ganzen Pseudo-Guides. Und natürlich direkt eBay, wo man sie für $269 kaufen kann, statt für 300 Euro. Geht schnell sowas. Der Markt ist fix. Aber eine spontane Antwort auf meine Frage. Nur heute. Fragen wir mal den Chat. Oder gucken wir besser, ob da schon was erwähnt wurde. Fragt bestimmt auch alle 5 Minuten jemand nach. Okay, ah, hier senkt sich die Sonne bereits wieder. Alt-K. Gut, hätte man vielleicht drauf kommen können. Offensichtlich aber nicht. Also, einige der Altbelegungen habe ich für mich umbelegt. Also es gibt Leute, die sich darüber beschweren, dass man das verbessern müsste, wie die Flügel sich entfalten oder contracten. Ja, wenn man jetzt den reinen Kraftfluss berücksichtigt, also die reine reale Physik, gibt es da sicherlich Probleme. Aber naja. Das ist Star Citizen. Wenn wir so anfangen, gibt es an anderen Ecken noch viel mehr Probleme. Das ist natürlich nichts, was du irgendwie während des Gasgebens mit Tastatur machen kannst, nebenher. Ja, noch jemand, der mich aufschaltet. Gut. Fliegen wir erstmal an aus in der Hoffnung, dass wir nicht fliegen. Und suchen uns mal einen Job. Vielleicht haben wir Glück. Können sie kurz testen. Wenn Orgi kommt und wir sie tatsächlich bemannt ausprobieren. Okay, wir müssen erst freischalten. Trotz Vollgas ist sie nicht die schnellste in der Atmosphäre. Tatsächlich ist sie sogar verdammt langsam. Ihre Größe. Beim 45-Grad-Winkel keine 90 Meter die Sekunde. Das ist hart.
Ein Schiff ihrer Größe. Gucken, wenn der Masseschwerpunkt auf 90 Grad steht, wie es dann aussieht. Oder noch die. Ja, jetzt sind wir schon relativ in höheren Schichten, wenn schneller. Unten am Boden kriegen wir wahrscheinlich so 60 Meter die Sekunde, die ersten Kilometer. Na gut. Irgendwelche Drawbacks muss er haben bei der Bewaffnung. Okay, Microtech braucht 11.000, bis sie uns ruhig rauslassen aus der Atmosphäre. Ding. Turnt auf jeden Fall schlechter als eine Constellation. Aber New Pavage. Hätte ich mal gesagt, bei Genie Point. Nee, Port Trussler. Mein Gott, jetzt sind wir bald alle Stationen und Landezonen durch. Lustiges Namenraten. Okay. Serverseitiges Ruckeln. Wir werden aufgeschaltet. The Corsair. Das ist schon eine Menge Umf. Während wir springen, Stats aufrufen. Ach Gott, wo habe ich denn? Kacke. Da. Mein Zeit stirbt. Okay, also Vorrat Firepower für den Piloten ist da schon eine Menge dabei. Auch das Remote Turret mit zweimal. Also ich denke, unterm Strich dürfte sie auf jeden Fall mehr Feuerpower auf die Waage bringen, als es eine Redeemer tut. Sie rollt auf jeden Fall gut nach. Verdammt viel. Teilweise gegimbelt ist es auch noch. Kommen wir nicht ganz so direkt drauf zu.
Was schön ist, dass der Ventilator die ganze Zeit im Bild ist. Ich wollte gerade sagen, ist zeitig verschwunden. Und für Laser Cannons haben die fucking viel Ladung. Andere Schiffe haben bei Laser Cannons nicht mal zweistellige Zahlen für Kapazität. Ich meine, das ist natürlich wie alles immer mit Vorsicht zu genießen, denn je älter ein Schiff ist, desto weniger balanced für die aktuelle, den aktuellen Produktionsstandard von Schiffen ist ein solches. Von daher würde ich das alles noch nicht zu ernst und zu eng sehen. Zumal gerade auch noch sehr, sehr viel standardisiert ist und gleichgeschaltet ist. Das Iterieren von Systemen, die einfach schneller zu ermöglichen. Jedes Mal alles auf die aktuelle Version abzugraden, um es dann im nächsten Patch wieder tun zu müssen. So, was immer es ist, es dürfte mit der Firepower ziemlich schnell weg sein. Das denke ich mir auch. Komm nicht hinterher mit dem Menschen. Auf jeden Fall gut beschädigt, der. Die Delta, oh Gott. Aber sie gibt eine schöne Explosion ab. So, und jetzt suchen wir uns mal ein richtiges Target. Ich krieg nur noch keine richtigen HETs. Mehr THET ist schon Dame. Der Rest noch nicht. Was haben wir denn noch? Call to Arms natürlich. Becken sonst. Das wieder ERT haben wir. Ja, mit einer VRT. Gut. Wir warten mal noch einen Moment. Gucken wir mal, wie viel wir in den internen Einstellungen an Weapon Capacity rausholen können. Wir steigen auf 93 bis 103 für die Size 4. Das ist schon verdammt viel. Und wenn ich das richtig gesehen habe eben, dann ist alles davon Gimbal. Kurz checken. Ja, was? Wir können also noch eine Size drüber einbauen. Das ist finster, das ist richtig finster. Damit ist es, glaube ich, das bestbewaffnete Schiff im Sinne von Chip-Size-Pilotenratio. Also für eine Person ist das verdammt viel voll. Wow. Also das ist, allein die Nase ist so viel Feuerpower, wie es die Redeemer über die Turrets erreicht. So, mit den beiden Vierern auf den Flügeln, ja, hier oben und unten,
Heftig. Wir müssen nachher nochmal gucken, wenn Oggi da ist, wie weit der Remote Turret auch noch nach vorne feuern kann. Oh, das ist schon heftig. Das Ding wollt ihr definitiv nicht von vorne anfliegen, wenn ihr es seht. Okay, ich sehe partout keine VRT. Nehmen wir also die ERT. Das wird schon packen. Und wenn nicht, wechseln wir danach einfach das Schiff. Und gehen schmollend nach Hause. Und Sprit frisst sie auch. Also ganz im Geiste der Cutlass und Caterpillar. Wobei die Caterpillar geht eigentlich. Aber Buccaneer hat ziemlich viel Spritverbrauch. Ich hätte eigentlich auch erwartet, dass sie irgendwie auf der rechten Seite mit dem großen Flügel da nochmal ein größeres Triebwerk verbauen. Also. Naja, gut. War vielleicht dann doch optisch einfach zu. Nicht asymmetrisch, hätte ich mir gesagt. Meine Güte, ich bin heute wieder durch den Wind wie sonst was. Aber der Mensch ist ziemlich darauf gepolt. Symmetrie. Tag erwischt. Okay, ist immer noch nicht da. Bisschen den Kap. So, hier kann man natürlich in der Atmosphäre relativ viel Sprit sparen, indem man sie nicht auf Maximum fliegen lässt. Also wenn man jetzt sieht, okay, hier unten komme ich nur auf sagen wir mal 160, limitierst du sie auf 155 und die arbeitet sich nicht zu Tode bei dem Versuch, schneller zu fliegen. So, da haben wir unser Target. Das ist der Hurricane auf die Distanz, okay. Normalerweise sieht man da eher die Hammerhead auf die Distanz. Die Hurricane. Okay. Weil da sind wir ja auf ihr. Na komm, gib mir einen schönen Rocket Lock, wobei wir vielleicht Hurricane nehmen. So wie sie denn aufgeschaltet kriegen. Ich tippe keinen Lock auf sie. Was waren da noch? Ich hasse das, wenn nun ständig irgendwie von denen angekommen wird und deswegen mir sieht. Nein, wir kriegen nur den Lock auf sie hin. Offensichtlich hat der Gegner das gleiche Problem. Nicht das gleiche Problem. Das tat weh. 2 Kilometer zu
soweit. Bei 1,5 können wir erst Treffer erzielen. Na, fehlt mir schon was? Ne. Hat so rübergezogen. Ja gut, aber dass die Hurricane kein guter Gegner für uns ist, war zu sehen. Ne, ich krieg sie nicht rein. Finde ich aber gut. Weil ansonsten wäre das Ding einfach nur gruselig. So, vielleicht wieder umstellen. Schilde könnte man gebrauchen, habe ich gehört. So, ich würde sagen, wir machen nochmal einen neuen Anflug. Der Andy Hammer hat das mittlerweile nachgezogen. Schalten wir noch das andere Hurricane Monster aus. Wow, das war knapp. So, und der Gunner, der Hurricane, war bis zum Release der Corsair der Mensch mit der meisten Feuerpower pro Size und Schiffsgröße. Also Gesamtsize als auch in Person. Ähnliches hat man sonst nur auf der Hammerhead gehabt. Okay, also fliegen muss ich mir noch ein bisschen daran gewöhnen, mit ihr hinterher zu fetchen. Aber wahrscheinlich muss man da einfach die alten Taktiken, ähnlich wie die der Conny, wählen, indem man dann zum Beispiel einfach rückwärts fliegt. Oder sie im Vorfeld mit den Raketen entdeckt. Oder trifft. Aber die Hurricane hat ja noch immer das mittlerweile nun auch schon über ein Jahr alte Syndrom, dass sie sehr viel mehr aushält, als sie sollte in ihrer Size. Zumindest wenn sie von der KI geflogen wird. Also da am besten, wie gesagt, zusehen, dass ihr die Begleitschiffe von der Hammerhead separiert. Am besten auf die 5 Meter. Auf 5 Kilometer warten, what the fuck? Und dann mit Raketen die den Konflikt initiieren, sodass ziemlich luftig heute, sodass ihr die kleineren Schiffe aufgrund ihrer größeren Stärke zuerst abfertigen könnt, bevor die Hammerhead da ist. Also spätestens bei 5 Kilometer. Möglichst initiieren, vielleicht aber noch früher. Das ist zum Beispiel so die übliche Taktik, wenn man mit Schiffen wie auch der Iron fliegt. Jetzt wollte ich gerade meinen Charakter mit dem Joystick steuern, aber es ist eingestellt. Eben als ich hier wieder aufgewacht bin, hatte ich tatsächlich einen Arzt, der mir eine Diagnose gestellt hat. Sie hat geredet, die ganze Sequenz abgearbeitet. Interessante Bekleidung für Microtech. Nach die Person barfuß oder nach der... Genau, das ist kein Fahrstuhl, das ist eigentlich der Schrank für die Nachthemden. Die kommen alle rein und ziehen sie aus. Das ist ein Ankleidezimmer, das zufälligerweise mobil ist und die Etage wechseln kann. Ich bin nicht bedrückt, ne? Zu sehr mit schlechten Witzen. Microtech!
Ja. Ich bin in Wirklichkeit ein Android, denn ich habe ziemlich große klaffende Löcher in meinem Körper offensichtlich. Jetzt ist die Sonne mittlerweile leider weg hier. Sundown. Jemand fährt mit meiner Dragonfly. Sweet. Ich hoffe, er ist möglichst weit weg von der Stadt, dann werde ich jetzt gleich mal claimen. Dann dürfte er abrupt stehen bleiben. Ich hoffe, das ist mitten auf dem See. Wenn ein schadenfroher Mensch ist. Zumindest bei Leuten, bei denen ich denke, sie haben es verdient. 3 Kilometer, das ist definitiv nicht der Ausgang. 14 Kilometer hätten wir auf den Kommerz. Vielleicht erwischen wir auf einem guten Stück, wo er sehr lange laufen muss. So, damit dürfte sich eigentlich die Fahrt erledigt haben für ihn. Ja, scheinbar doch nicht. Naja, kann sich noch weiterhin bewegen. Interesting. Wer weiß, was sie daran geändert haben. Oder besser gesagt, meine Informationen sind wahrscheinlich mittlerweile ausgefallen. Lange keine Schiffe mehr geklaut, andere Leute, oder? Gefahren, während sie jemand claimt. So, apropos claimen. Euter. Destroyed. Sie hat nur 13 Minuten Claim-Time. Was? Nicht schlecht. So, dann holen wir mal die Kleine raus. Hatte. Hangar 3. Kurz gucken, fährt sie immer noch? Eine Markierung. Lange heute. Zu viele Markierungen.
Die Jungs sind auf der Wacht. Ach, guck mal, das habe ich noch gar nicht richtig realisiert. Da ist ein Fenster drin noch. Nice. Und vor dem Aussteigen nochmal nach draußen gucken, ob man gleich erschossen wird. Schönes Gimmick. Hallo? Ja, der Hotkey funktioniert nur, wenn man Schiff setzt. Beziehungsweise ist. Zumindest klingt das nach etwas größerem Metall. Auch wenn das wahrscheinlich nur in der Frequenz nach oben wurde, der Sound. Denn sonst wäre da mehr Nachhall. Ach, der Zerspannungsmechaniker. Was auch immer das war. Ja, sie hat auf jeden Fall keine sonderlich starke Bewaffnung. Hallo? Hotkey will nicht. Jetzt. Oh, ey. Eigentlich noch so ein Button wirklich im Cockpit selbst, auf den du nur drückst für die Anfrage. Klingt wie meine D45. Wenn der Werkzeugrevolver dreht. Da. Noch eine Karte. Aber immerhin kommt die vom Fleck in der Atmosphäre. Zumindest deutlich besser. Turnspeed. Armed Restrict. Sagen wir, wir bleiben mit ihr hier. Lauter rumspielen. Arsch voran nach oben. Da rauscht sie ganz ordentlich. Was im O8 nicht bestellen. Und dann können wir gleich gucken, was hineinpasst. Doch, ist ein
Lustiger kleiner Kluckenstahl. Immer richtig tief rein, würde ich sagen. Nimm mal ein bisschen Grün mit. Full engaged. Ah, wenn die Zeit nicht so knapp wäre, nach unten zu fliegen. Gucken. Und wir bewegen uns erstmal kurz nach unten. Und dann gucke ich mal, was sie für Bewaffnung drauf haben kann, maximal. Aber wahrscheinlich ist das schon ein Spezialturret, oder? Ne, es sind normale Hardpoints. Wenn auch Gimbal. Also für in Atmosphäre. Ist voll in Ordnung. Zumindest meiner Ansicht nach. Okay, das ist doch zumindest mein Sound, wenn die Engine ausgeht. So, ich tapp kurz raus und guck mir mal im DPS-Calculator ihre Werte an. Denn die sind bestimmt schon eingetragen, so fleißig wie der Mann ist. Da haben sie doch Cutter. Genau, wir haben zwei Size 1 drauf. Das heißt, wir kriegen maximal zwei Size 2. Das heißt, Kampf ist tatsächlich die letzte Möglichkeit oder die schwächste Rolle, die sie übernehmen kann. Tatsächlich fällt mir gerade kein Schiff ein, außer die Pisces, das ähnlich schwach bewaffnet ist. Denn selbst die Aurora hat von vornherein mehr Hardpoints für Waffen. Wenn auch selber nur zwei Size 1 dran in der Variante. Interesting. Wir haben immerhin noch vier Size 1 Raketen, aber das reißt es nicht raus. Eins, empty. Interesting. Also, wo er damit hofft, irgendwie den Turret abzuschalten oder dergleichen im Bodenkampf. Wie gesagt, ähnlich wie die Pisces. P gedrückt. Nein. Okay. Er wollte nur noch mal die Dings neu gestartet haben, bevor er loslegt. Ob man den hübscheren Winkel finde.
Speed wieder ein bisschen anpasse. Auf 140 war zu viel. Er mag es nicht, wenn ich den Speed mit dem Joystick verändere. Jetzt will ich aber mal wieder kurz zur Maus für Feinjustierung. Hat auf jeden Fall auch eine Menge Lichter dran. Und sieht, was das angeht, deutlich cooler und finisher und überdachter aus als die meisten anderen Schiffe, besonders ältere. Also auf der Hülle ist schon verdammt viel an Details zu finden. Also nicht nur hier irgendwie Schläuche und Systeme, sondern wie gesagt auch Lichter, Aufkleber. Wahrscheinlich, zumindest auf dem Stand des sogenannten Goldstandards, der momentan ja so ziemlich alles beinhaltet, was zumindest im Moment als System angedacht ist und halbfertig ist. Das ändert sich zwar sicherlich trotzdem nochmal in großen Teilen, weil Plating und so weiter sicherlich auch nochmal viel mit den Schiffen machen werden, wenn sie das alles einbinden und überarbeiten. Mal gucken. So, in der Preview haben wir ja gesehen, dass die Cutter gerade so einen Rock reinkriegt. Ich würde sagen, wir gucken, ob wir mit einem Rock hinten drinne der halb rausguckt, in den Quantum gehen können. Früher ging sowas recht gut. Gucken wir mal, ob das noch immer der Fall ist. Sie hat auf jeden Fall ein schönes kleines Profil. Und jetzt zu unten, aber die könnte man fast hier drüben spawnen. Collision Alert. Hey, kurz. Ja, okay. Es reicht vorne und hinten nicht ganz. Aber fast. Ja, ja. You're blocking the flight way. Lustiger kleiner Kasten. Ach, das ist cool. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wo ich das schon mal gesehen habe. Es war kein Spiel, sondern irgendein Film. Ich komme nicht drauf, welcher das war. Weil gerade jetzt von hier drin, das mit dem Gelb klingelt irgendwo in mir. Hallo? Mein Schiff will mich nicht rauslassen. Nur Klaus und Dings angezeigt. Jetzt geht's. Also das ist nur das Display. Und das ist nur das Licht. I see. Ja, dann habe ich das einfach nur missinterpretiert. Alles klar. Was hat der Augie eigentlich vorhin schon gesagt? Aber ich dachte, dass da trotzdem der obere Teil zum Drücken gedacht wäre und nur zum Schließen kleinere Taste. Was eigentlich auch keinen Sinn macht. So, Platinum Bay. Dann gib mir mal irgendwas Lustiges. Leider kann man nicht allzu viele Fahrzeuge ziehen, weshalb ich jetzt nur zwei ausprobieren kann, bevor sie despawnt.
Aber der wichtigste Test ist definitiv der mit dem Rock. Immer er mich rausschmeißt. Vehicle selected. Stand by. Alles klar, bis gleich. So, aber wahrscheinlich ist der Aufbau oben an der Lampe, die Lampe wieder das Problem. Ich glaube, sie passt eher höhenmäßig nicht gut rein. Hätte die Karre einen anderen Ausstieg? Also um nach hinten, zur Seite oder sonst irgendwas, könnte man es nicht mal probieren. Man würde eh nicht rauskommen. Nee. Was? Das geht doch. Also. Locker. Warum durfte ich nicht weiter vorfahren? Das ist immer so viel Platz. Also für ein Drake-Schiff fährt das definitiv unter, passt. Ganz ehrlich, hätten sie oben die Streben weggemacht, die sie wahrscheinlich sogar mit Absicht reinmachen mussten, damit eben sowas nicht reinpasst. Interessant. Durch die komme ich durch, ja, da habe ich keine Kollision. Aber alles dahinter hat eine. Na gut. Aber wir probieren das jetzt im Quantum aus. Was soll schon schief gehen? Drück schon wieder aufs Display. Das ist noch 3 Sekunden wieder vergessen. So, erster Test. Fällt sie raus. Bisschen kippeln. Das Physics Grid greift also umfassend. Hat er sich bewegt. Ich hab genau gesehen. Aber, gehen wir mal hoch. Und zum Schluss probiere ich dann noch aus, was passiert, wenn ich die Klappe zumache. Und drin. Ah, so viel Spaß. Looping, ob der was ändert. Bei Vollgas, ob kein Unterschied. Ja, das ist wichtige Grundlagenforschung. Nur so. Nebenbei. So, aber jetzt gebe ich dann doch lieber mehr Gas. Aber ehrlich. Oh, immerhin eine gute Höhe mit einer Afterburner-Ladung. Na, ich hab's genau gesehen, er wackelt. Gut. Ein kurzer Quantum sollte als Proof of Concept reichen. Wie nehmen wir denn da?
Sonne wandert eh gerade schon wieder runter. Springen wir noch ein Stück weiter um die Erde. SMO-10 ist auch ein guter Mining-Spot. Oh! Stimmt, beim Quantum macht er ja zu. Das habe ich vergessen. Deswegen geht das auch mit der Caterpillar nicht mehr. In der Caterpillar konnte man, wenn man die Seitensektion aufmacht, eine Arrow reinstecken. Und weg ist er. Na gut. Schnief. Aber irgendwie ist er noch da. Schaffe ich es noch auf den Boden? Bevor er komplett rausfällt? Oder das Schiff explodiert? Haltet durch! Kleiner Rock, haltet durch! Aber man könnte versuchen, es ähnlich wie bei der 890 Jump zu machen und ihn versuchen, oben drauf zu parken. Denn manchmal reicht das Gravitationssystem oder der Trigger für das Gravitationssystem im Code weiter als die Hülle tatsächlich, ne, physiognomisch als Kollisionsmodell da ist, sodass man obendrauf trotzdem hängen bleibt. Und als Teil des Physics Grids des Schiffs gilt. Und somit Dinge mitnehmen kann, die außen draufstehen. Aber ich schaff's runter. Oh, Kollision. Böse Kollision. Wir stürzen ab. Nur noch ein Stück, nur noch ein Stück. Oh. Oh, oh, oh. Nicht aufschlagen. Er steht. Er ist nicht endgültig explodiert. Gucken wir mal. Schäden am Schiff werden nicht angezeigt, was nichts heißt. Gucken wir mal an, wie es um ihn bestellt ist. Geht es dir gut, kleiner Rock? Lebst du noch? Also, mir fällt nicht auf, dass irgendwas abgefallen ist. Wir haben hier ein bisschen Schäden. Und im oberen Bereich auf jeden Fall auch. Nichts, was ein Multitool nicht wieder hinkriegt. Irgendwann einmal zumindest. Mal, ob wir die Diagnose abrufen können. Schönes Wetter für solche Dinge. Ich habe gar keinen richtigen eigenen Status. Interesting. Gehen wir mit Power, da kann man den Zustand der Systeme beurteilen. Ja, wir haben am Mining Laser auf jeden Fall Durability verloren. Und das war's. Mehr System hat sie nicht. Oder eher der kleine Rock. Nochmal! Wir fliegen jetzt weiter zu SMO-10 und gucken mal, ob wir da reparieren dürfen. Und wenn ja, für wie viel? Naja, obendrauf sieht man auf jeden Fall schon, dass da so einiges an Problemen existiert. Und jetzt hänge ich quer.
Da muss man doch perfekt da reinfahren. Er ruckelt sich da nicht zurecht. Ja, irgendwann doch. Das Spiel ist immer der Meinung, mich direkt wieder legen zu müssen, wenn ich was gesagt habe. Ich habe diesmal ein bisschen weiter reingeschafft, sehe ich das richtig? Nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre vielleicht eine Strebe weiter. Versucht zu identifizieren, was das da auf meiner Hand sein soll, aber nur der Anzug. Fuck. Nee, das ist nicht SMO10, oder? Ja. Oh, scheiße. Nicht gesehen. Zu sehr auf meinen roten Punkt fixiert. Das versaut mir den Test. Scheiße. Egal. Zu spät. Nicht vor Bäume fliegen. In Amerika müsste ich jetzt ein Warnschild auf das Fahrzeug kleben. Nur um sicher zu gehen. Dass es auch jeder verstanden hat. Naja, geht eleganter. Okay, er ist auf jeden Fall noch da. Moviglas. Reparatur, bitte. Hält sich alles im Rahmen, auch wenn ich fast die Zahl nicht sehen kann. Warte mal. Irgendwo war der Knopf fürs Abschalten. Ich hab's genau gehört. Erst wieder anmachen, um sie dann ausmacht. Jetzt. Okay, das hat bleibt trotzdem. Verdammt. Alpha SU, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja doch, jetzt kann man es, dass es nicht mehr grün ist, ganz gut sehen. Finde ich okay. Habe ich da gerade im Discord jemand gehört? Ne, gut. Okay, fahren wir den Rock raus und gucken, wie viel Reparatur der nötig hat. Verlegen. Und da werde ich lustig gezogen. Hallo. Guten Abend. Das zweite Mal. Du kannst erstmal noch deiner Fröhlichkeit frönen. Ich werde jetzt nur noch gucken, wie es reparaturtechnisch um den Rock bestellt ist und dann bin ich fertig. Weil ich wollte halt nochmal den Rest Messe machen. Okay. Das fehlt ja. Um das nochmal zu schneiden, nochmal anzuschneiden, weißt du. Mutest du dich so lange? Ach so. Ja, ich finde das immer nur ziemlich irritierend. Ich nicht da bin, ist, oder beziehungsweise dann, auch der Zuschauer. Ich würde dich dann abholen mit der Corsair. Können wir auch machen, ja. Irgendwo an einer schönen Location, wo du dann noch einen Überflug kriegst von mir. Ja. Und ich eine Drehung mache und dann in die Facility krache. Nee. Mach, wie du denkst, solange es dir Spaß macht. Nein, das so nicht, aber schon klar. Du weißt, was ich meine. Ich weiß. Okay, aber den Rock kann ich nicht reparieren, zumindest nicht hier. Ich habe es erfolgreich geschafft,
den Rock zu transportieren von der SMO 10 zu, nee, von SMO 18 zu SMO 10. Obwohl es eigentlich nicht geht. Tja, bin gut. Versuche nur mal festzustellen, wie viel Schaden er genommen hat. Ich kann dir gerade wieder nicht folgen, aber ich muss hier... Naja, es gibt doch, oder es gab doch dieses Teaserbild für die Karte, wo sie versuchen, den Rock hinten rein zu machen. Der eine freut sich und der andere greift sich nur an den Kopf. So, und da sie viel erzählen, wenn der Tag lang ist, dachte ich, das probiere ich aus. Hab ihn hinten reingefahren, das sah also soweit auch ganz gut aus, ne? Es hängt halt der Arsch raus, kein Problem. Und dann ist dummerweise beim Übergang in den Quattro um die Tür zugegangen. Ein Umstand, den ich gerne wieder verdrängt habe. Und... Geplatzt. Nee, eben nicht. Und erst sah es so aus, als wäre er nicht mehr da. Dann komme ich aus dem Quattro raus und du siehst, wie er irgendwie vor mir hin und her jiggelt. Also in größeren 100 Meter Abständen. Und dann hängt er hinterm Schiff, als ich versuche, in den Sturzflug zu gehen, um so schnell wie möglich an den Boden zu kommen. Und fällt kurz vor Boden tatsächlich ab vom Schiff, aber er lebt. Und die restlichen Meter zum SMO 10 bin ich jetzt natürlich geflogen und versuche ihn gerade reparieren zu lassen. Funktionell ist er noch, aber ich darf ihn nicht reparieren, aber er hat so ein paar Beulen gerade oben. Aber ich darf ihn nirgendwo reparieren, aber es ist ja nicht so schlimm. Er funktioniert und das ist die Hauptsache. Damit bin ich einer der wenigen Menschen, die das wahrscheinlich jemals schaffen werden. Aber was ich sagen wollte, dein Ton ist immer noch übersteuert, komischerweise. Also bin ich jetzt zu laut, oder was? Ja, du, also nicht eigentlich laut genug, aber du übersteuerst, wenn du zu... weißt du, dann ist ja so... Naja, ich muss halt aufdrehen, wenn ihr sagt, ich bin zu leise. Das ist irgendwie halt immer super strange. Ja, wie gesagt, es gibt ja auch bald ein neues Mic, ne? So, Party, beides raus, bitte annehmen. Klar, warte, ups, ich bin gerade bei meinem Ton. Ah, schnell üdrücken. Okay, hat geklappt. Join friend. Ja, ich musste auch nochmal alles renten und so. Ja. Ich, wie gesagt, komm nicht abholen. Ich mache jetzt kurz Intro und dann muss ich mich abschalten. Achso, ich habe das Discord noch gar nicht gelegt auf meine Taste, dass ich mich mute dann. Selbst muten macht vielleicht Sinn. Ja. Ich kann dich auch muten, also wenn du nicht rauskommst. Ja, doch, ich komm schon raus, aber wenn... Ne? Ja. Ich sag dir Bescheid, wenn ich Danke. Gehe. Danke. Also so. Ich gehe nicht, aber wenn ich mich mute. So, dann guck mal kurz bei meinem Ton. So, OBS ist schon wieder nicht in der richtigen Lage, Mann. Leiser gemacht. Leiser. Das ist jetzt besser. Auf jeden Fall lade ich durch. Ein Wunder ist geschehen. Voll im Griff. Ist immer noch eins der besten Fahrzeuge, finde ich, für Fortbewegung on ground. Der kleine Rock. Gucken, haben wir irgendwas auf dem Schirm? Wenn es nach einem relativ roughen Ride aussieht. So, ich bin im Mic. Jo. Uhu.
Aua. Sagen, das sah wie ein größeres Hindernis aus. Dolovin, mein Lieblingsmetall. Ja, ich krieg schon wieder einen guten Winkel. Muss man auch relativ tief zielen, aber ist nicht steady in deiner Aufschaltung. Oh, 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 oh. Wie wenig Energie soll ich denn da bitte drauflegen? Und schon Stein. Ich nicht höher zu gehen mit der Energie. Ey. Okay. Aha, einer reicht. So, jetzt verkaufen wir den Kram noch. Dann ist das, denke ich, abgeschlossen, Proof of Concept. Oh, schließlich mittlerweile meine Cutter, die spawnen, kann das sein? Star Citizen ist da ja mittlerweile wieder ziemlich rigoros. Ne, sie ist noch da angeblich. Aber allzu lange steht sie da nicht mehr. Ja, da ist sie doch. Fällt nicht auf unter den ganzen Container.
Diesmal bleibe ich oben hängen. Weiter rein. Okay, ich schaffe das. Sobald man mal drin ist, hat man keine Optionen mehr, was Lenken angeht. Jetzt. So, dann fliegen wir es jetzt noch weg. Gucken, ob das klappt. Denn den Rock nur irgendwo hinzukriegen, nicht wieder weg, ist keine Option. Wenn, dann muss es zweimal hintereinander klappen. Okay, diesmal schließt sie von selbst die Türen. Warum auch immer. Aber ich glaube, diesmal fällt er schon vorm Quantum raus. Weil so schaffe ich die 10 Kilometer nach oben nicht. Ja. Warum ist meine Luke jetzt offen? Nein! Meine schöne Fracht. War er draußen? Ja. Die Fragen, die man sich immer zu spät stellt. Ist das Fahrwerk auch immer noch raus? Statt auf die Anzeige. Wenn man sich das mal ein paar Jahre lang angewöhnt hat. Ock, lebst du noch? Geht's dir gut? Ist noch alles dran? Komm ich da noch rein? Sieht gut aus. Do the flip. Wie bestellt. Nochmal. Na, passt doch. Ja, jetzt. Nee. Kameraprobleme. Nichts davon fühlte sich wie die richtige Ego-Perspektive an. Okay, und vielleicht geht diesmal die Luke nicht zu. Keine Ahnung, was das eben war. Wieder nicht raus. Fahrwerk funktioniert. Und wir haben keine Power mehr. Für den Afterburner. Der Boost. Hesitate. Okay. Ist die Frage, will ich es wirklich riskieren, zu einem anderen Planeten zu fliegen? Früher oder später werden wir das müssen, von daher.
Diesmal ist die Luke nicht zugegangen. Doch, sie hat nur eine Weile gebraucht. Verdammt. Haltet durch, wir sind fast da, fast. Ja. Oh, was passiert, wenn ich jetzt den Kahn bewege? Warum habe ich keine Sprungpunkte? Ist das nur der eine? Hm. Sie hatten Jump Turn, hatten sie bewegt, aber es hat auch keinen Sprungpunkt mehr. Ich weiß nicht mal mehr. Egal. Er ist noch da. Und jetzt kann man auch von außen durch das Fenster die Schäden gutachten, die er drin macht. Verursacht. Was haben wir denn da? Hurricane. Oh oh. Wo ist die Hammerhead? Da ist die Hammerhead. Gut, den müssen wir jetzt nur nicht begegnen. Nehmen wir einfach an, hier wäre unsere Ziel-Destination und wir könnten dort das verkaufen, was wir wollen. Es war immerhin ein interplanetarer Sprung. Mehr kann man, glaube ich, nicht verlangen. Ist die Frage, wie oft man das wiederholen kann. Oder möchte. Spätestens, wenn das Ding voll ist und irgendwie disappeared, wird man sich ziemlich ärgern. So, dann suchen wir uns mal eine Stelle, wo uns vielleicht Oggi aufsammeln kann, je nachdem, wie lange der noch braucht. Und dann fliegen wir zurück, probieren wir es. Bin unentschlossen. Jetzt landen wir erst nochmal, um zu beweisen, dass es geht. Vielleicht schneide ich das dann doch mal als Video und setze es auf YouTube. Als Proof of Concept. Sweet! Ob ich den Button finde für Exterior öffnen. Aber der da. Toy. Was auch immer Deploy tut. Jetzt mal ernsthaft. Was tut Deploy? Okay. Mysterien, die sich mir nicht erschließen. Oh. Ich fürchte, die Hurricane hat uns gesehen. Der Urlaub ist vorbei. Good to go. Schon auf Raketenreichweite ran ist, will ich mich, glaube ich, mal verpissen. So tief wie möglich. War eigentlich relativ weit riskiert. Mehr schief ging ganz nicht. Kein Afterburner mehr. Ich Afterburner her. Feuern kann ich nicht mehr. Mhm. Ah, ich habe Raketen gewechselt. Habe ich das dann gemacht? Vielleicht die Rocket Base. Frage, wo die hier um Himmels Willen sind. Ah, da. Das war eigentlich ganz schick. Ne, dafür ist der Button auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wofür er ist. Mysteriös. Das sind nicht Teile meines Schiffs. Das ist nur der Schnee, der abfällt.
Hoffe ich. Oh oh. Durch den noch einen Sprung komme ich nicht weit. Ein anderer Spot. So, da ist er wieder. WB. Ich habe irgendwie keinen anderen Spot auf Oiterf. Nur Buttscrowery. Also ich bewege mich gerade zum Flughafen. Ich muss kurz, muss ich unterbrechen. Jo. Also zum Spaceport und ja, ich habe noch den Rest jetzt eingefangen. Ja, streamtechnisch ist OBS läuft noch nicht so gut, oder es liegt wirklich am Microtech, aber das werden wir gleich sehen. Und dann hole ich dich. Mhm. Ich fliege jetzt nach McGrath auf Clio, oder? Ja, ich muss erst mal gucken, auf wie lange der Claim dauert. Ne? Das ist, nur 13 Minuten ohne Pay, wenn du payst 4 Minuten irgendwas. Ah, echt ja, dann, human. Dann kann ich noch ein paar Leute ausrauben am Flughafen. Oder so. Ja, du meinst, weil du der Einzige bist, der mit Aquasea rumlunge? Ja, mal gucken, ob die Türen funktionieren, ob ich hier überhaupt runterkomme von dem Eisklumpen. Ja, was habt ihr so getrieben noch auf der Messe? Wart ihr überhaupt auf der Messe oder habt ihr was anderes gemacht? Nee, ich bin nur kurz Corsair geflogen und gegen zwei Hurricane gestorben. Ah, weil du nicht hinterher pitcht. Ja, genau, weil ich alleine geflogen bin. War ja nur der Einzeltest. Aber ich denke mal, wenn man da noch ein bisschen übt, man muss wahrscheinlich ähnlich Taktiken fliegen wie mit der Ion, also anlocken der schnellen Schiffe und dann rückwärts fliegen, um sie Platz zu machen, um sich dann dem restlichen Schiff zu stellen. Okay. Auch nicht schlecht, aber die Frage hatte sich auch an den Chat gerichtet, ob ihr, was ihr noch so getrieben habt bei der Kaskotrin. Achso. Ja, aber dir war auch okay. Alles gut. Ist halt nicht immer so ja, unterscheiden. Das richtet sich doch immer an alle. So, ich bin immer noch gespannt, wie sie überhaupt performen beim Fliegen, weil ich habe sie jetzt ja nur stehen in der Halle. Ne? Mal gucken. Ja, ich bin gespannt, ob du zufrieden bist. Diese Ruckler langsam äußern. Ich bin jetzt gleich bei McGrath und der Rock ist noch immer hinten drin. Nach zwei Sprüngen. Und Cutter ist noch in Ordnung, okay, hier geht's nicht. Ja, also es klappert ganz fürchterlich, aber ich flieg Drake, da klappert immer irgendwas. Hast du schon Teile verloren. So, wo ist sie denn? Habe ich denn eigentlich noch? Okay. Also die Monitore sind echt, okay, Aurora MR, die hatten wir sowieso. Blade hatte ich gekauft, ne, Ingame. Hier ist die Karte. Hast du? Okay. Ja, stimmt, hast du doch noch erwähnt irgendwann. Ja. Mit deiner Spende habe ich die doch umgesetzt. Das ist ja nicht meine. Nur weitergeleitet. Aber mal, vielleicht haben sie es so ein bisschen geändert. 14, 13 Minuten 30. Man kann Vermögenumverteilung nicht predigen, wenn man es nicht durchzieht, weißt du? Das geht ja 4 Minuten 23. Kampf dem Kapital. Expedition. Also ich habe aber für Expedition wenig gesehen in der Drake. Also ganz ehrlich, wenn du so den ersten Blick, das sind eigentlich nur Waffen, die man sieht. Aber naja gut, es ist halt die Frage, ist es Long Range oder ist es... Naja. Meine an. Irgendwie ist die Grafik nicht richtig gerendert von der Rüstung, die ist aber cool. Habe ich auch ein paar Helme noch im Inventar. Ja. So, wir gucken uns den Flughafen weiter an. Wir sind schön 4 Minuten überbrücken. Jo. Es ist natürlich wie immer Nacht. Ich bin mal echt gespannt, wie sich jetzt fliegen wird. Mhm. Ja, okay, der Casco, dann mach's mal gut. Bye. Gute Nacht. Bis die Tage. Vielleicht kriegen wir auch mal was zusammen hin oder so. Ein bisschen Leute ärgern auf der Messe oder so. Leute schubsen auf der Messe. Müssen wir das mit auch irgendwie mit dem Chat besser hinlegen.
Die Minuten können lang sein, ne? Wenn man unbedingt ein Schiff. Ja. Ich hab vergessen, ich muss noch die Taste finden für hinten öffnen. So, ich korrigiere erstmal die ganzen Anzeigen hier wieder. So. Der Lichteinfall, also hier das Licht, was in Microtech ist, an den Terminals, ist nicht von Vorteil. Wenn du da blöd stehst, hast du genau die Lampe auf dem Display. Das ist. Ich habe noch nicht rausgekriegt, wie es besser geht. Einfach ein Stück weglaufen, beziehungsweise vor? Ja, nee, das ist schon richtig, aber dass man. Die müssten höher sein und ein bisschen der Winkel anders. Ich ersticke in meinem Schiff. Warum ersticke ich immer? Und alles zu. Jetzt. Ich glaube, ich werde jetzt eh sterben. Denn die feindliche Karte oder eine Karte, die hier ist, hat sich gerade als feindlich herausgestellt. Echt? Und wenn nicht, ersticke ich, sobald ich jetzt mein Fahrzeug verlasse, weil hier keine Atmosphäre ist und ich keine Hände aber. Der Plan hat einen Fehler. Okay. So. Ja, jetzt müssen wir kurz noch ein bisschen Zeit totschlagen. Ja? Zieh 2 Minuten und dann geht's los. Du darfst nicht sterben. Ich will dich doch einsammeln. Ja, das Problem ist, ich habe keinen Helm. Vergessen mitzunehmen, beziehungsweise. Ich fliege mir zurück nach Microtech und fliege auf die helle Seite von Microtech. Denn, oder so. Soll ich dir einen Helm mitbringen? Aber ich habe ja selber. Ne, bringt ja nichts. Wie willst du mir den übergeben? Den Boden schmeißen. Im Schiff oder so, keine Ahnung. Ohne dass ich es öffne und somit den Sauerstoff verliere. Dafür ist die Karte nicht groß genug. Dann komme ich zu dir rüber, keine Ahnung. Nee, ich fliege rüber nach MT und dann. Aber der Rock ist ja immer noch hinten drin. Ich habe jetzt wieder kurz aufgemacht gehabt hinten und wieder zu. Oder du fliegst nach Port Tressler und checkst da kurz ein. Nö, keine Lust. Okay. Der Wichser an der MR hat irgendwie keine besseren Hobbys, oder? Das ist das Freefly-Uwe wahrscheinlich. Ja. Die andere Karte hat ihn angegriffen und scheinbar platt gemacht. Erik, bist du auch noch da? Chris, bist du auch noch da oder bist du auch schon weg? Noch 19 Sekunden. Tada. Ich will endlich fliegen, Mann. Jetzt muss ich schon 2 Stunden warten, bis hier mal losgeht. Wie kriege ich nicht kalibriert? Wenn man sich schnell dreht, hängt er immer noch. Ich muss da noch mal ein bisschen dran rumschrauben an den Einstellungen. So, jetzt aber erwischt. Also er ruckelt sich einen zurecht, aber mittlerweile steht er, glaube ich, hinten drin quer. Okay, Hangar 11, falls jemand fragt. Ja, das war das Comary. War kein. Ah, ja, klar. So, Rettung naht. So, so. Oder auch nicht. Okay. Die Türen funktionieren nicht, aber man kann komischerweise durch die unsichtbaren oder durch die doppelten Türen kann man durchgehen. Schon beeindruckend, wenn man die Größe so sieht. Die Triebwerke sind krass. Ich mag die von Drake immer so. Aber wo ist denn der Fahrstuhl eigentlich? Ach, da drüben. Okay. Ja, also überhaupt nicht übertrieben, die Waffe, ne? Also, es ist definitiv der Sitz mit der meisten Feuerpower am Steuerknüppel der Corsair. Mit Abstand. Du hast mehr Feuerpower als die kombinierten Türme. Der Redeemer zusammen. Boah, geil, der klappt ja richtig geil. Und du kannst theoretisch noch eine Size größer draufbauen. Weil die sind alle gegimbelt. Ob du das willst, ist ein anderes Thema, weil du den Gimbal wahrscheinlich brauchst gegen kleine Targets, aber. Ja, glaub schon, weil du kannst ja mit der wahrscheinlich nicht ganz so gut. Ich stelle mich der Herausforderung noch ein, zweimal, bevor ich da abschließend urteilen möchte. Naja, die meisten Leute sagen auch, dass du keine Feinde einer Kondi bekämpfen kannst. Dabei brauchst du einfach nur die entsprechende Taktik. Ja,
ich habe ja gar nichts gesagt. Mhm. Ist immer noch da. Mittlerweile halt draußen. Oh nein, ganz draußen. Gleiche Situation wie eben. Sturzflug. So, dann gucken wir mal, wie schick. Die Leuchtung ist auch geil. Das klingt, als würde ich gleich abstürzen. Ich höre gar keinen. So, oh, jetzt explodiert er. Hast du den Medigun mit? Ja. Gut. Weißt du, was ich überhaupt dabei habe? So. Geil. Also das Fahrwerk... Es ruckt. Es muss nicht so groß sein. Uff. Alter, durch die Kollision hinten ist das Ding echt böse am Bock. Back auf. Sitz, Platz, aus. Und jetzt ist er wieder hinten drin. Okay. Oh, die Vitals, die er bewegen kann. Die Corsair. Okay, wie kann ich die Flügel verstellen? Alt-K. Alt-K. Ah. Was? Schön. Hab schon. So, dann noch ein Stück. 12 Kilometer noch bis zum Außenposten. Du schaffst das, kleiner Rock. Geht wieder ans Bocken. Bäume. Der Sound ist ja auch krass. Psst. Kann ich? Doch. Nein. Alter Falter. Bock das Ding. Nicht die Kollision mit dem Rock, ist es hin. Echt finster und ich sehe nichts. So schnell wie die Caterpillar. Nee, ist so schnell wie die Reclaimer. 60 Meter senkrecht nach oben. Roundabout. Das ist verdammt langsam. Es reißt böse am Steuer. Die Triebwerke hören sich schon cool an. Geht. Doch, ich find's geil, mal. Anders. Wow, 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 wow. Nase hoch, Nase hoch! Ey! So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt mal weg von dem Eisbrocken. Immer noch Armed Restrict. Naja, es leckt immer noch. Komm einfach her zu mir und dann. Lass er hoch, komm. Ey. Das ist mal ein anspruchsvolles Fliegen. Oh! Also wenn ihr gucken wollt bei Anish, dann könnt ihr sehen, wer da im Hintergrund. Blödsinn, schreit. I'm sorry. Bewegt das Fliegen. Ey, ich krieg das Ding nicht runter, das kannst du knicken. Könnt ihr auch mal auf seinem Channel nachschauen. Komm schon. So. Komm schon. Immer keinen Marker von dir? Research Outpost Raya irgendwas. Ja, Raya. Warte. Ich habe gerade I gedrückt. Oh. Die fällt direkt runter wie ein Stein. Yep. Ist mir auch passiert. Ich komme nicht zum Boden. Kurz knicken. Ja, jetzt hat er auch Schäden. Also bei dem Video ist jetzt auch nicht viel mehr zu sehen gewesen, und der Sound und so, aber... Leck mich doch! Ja. Alter! Okay, ich bin unten. Jetzt steht der Rock oben auf mir drauf. Aber ich hab's endlich runtergeschafft. Geschütze, krass. Muss ich mal, ja, an den Wings sind noch mal 2 Size 4. Die sind aber nicht gimbelt, ne?
Soweit ich das gesehen habe, ist alles gebildet. Okay. Also zumindest A, durch das, was ich gesehen habe beim Feuern, und B, durch DPS-Calculator. Jetzt bin ich aus der Atmosphäre raus, krass. Okay, Rock ist unten. Aber ich glaube, jetzt ist er nicht mehr einsatzfähig. Ja, und war rot. Oh ja. Was hast du denn gemacht mit der Corsair alleine? ERT. Okay, eine ERT ist natürlich... Ja, deswegen ja die zwei Hurricanes, was halt doof war. Eine hätte ich vielleicht noch geschafft, aber beide waren zu viel. Das heißt, eine hätte ich geschafft, eine habe ich geschafft. Ist in der Nähe vom Emergency Shelter oder wie es heißt? Nee, es ist Research Outpost irgendwas mit Y drin. Und einem R am Anfang. Clean View Emergency Shelter, was du mir angezeigt, aber. Okay, dann ist es der falsche. 10 mitgenommen, der gut. Können wir noch Mining Mode machen? Der Arm District Film. Der Laser geht auch noch. So, ich probier's nochmal. Jo. Also die Empfehlung des Hauses ist es definitiv nicht, aber es geht. Mal gucken, ob die Karte an deinen Hangar passt. Wir nennen es jetzt Hangar statt Laderaum. Keine Karte, das ist eine... Achso, die Karte meinst du? Ja. Ich sag ja, ich brauche jetzt neue Spitznamen, ey. Das wird nicht funktionieren. Ist ich. Das heißt nicht, dass man es nicht ausprobieren sollte. Steh auf dem Kopf. Warum habe ich hier so einen Ventilator drin, Alter? Im Cockpit sehe ich jetzt. Nur den hast du auch in der Caterpillar? Ja, aber das ist mir noch nie aufgefallen, dass ich da so. Ja, der ist nicht so in der direkten View wie der hier. Der stört mich ein bisschen, ganz ehrlich. Ach Quatsch, Alter, aber. Draußen ziehen die Sterne und Partikel im Quantum in Streifen vorbei und dich stört ein rotierender Ventilator. Das macht mich nervös, wenn der da sich dreht. Der hier darf nicht drehen. Okay. Cockpit. Du musst ihn abreißen. Du hast keine Klimakontrolle, das ist die Klimakontrolle. Du wirst dich also freuen, ihn zu haben. So, jetzt bist du verschwunden auf meinem Radar. Ja, deswegen sollst du ja auch dahin fliegen, wo ich sage, dass ich bin. Keiner hört auf. Sag mal nochmal an. Na, immer noch. Research Outpost mit R am Anfang und einem Y mittendrin. Rayari. Ja, den gibt's nur. Gibt hier, glaube ich, nur zwei Research. Dein Tech ist gerade. Ist doch scheißegal. Ich komme jetzt. Ich komme. Nicht meckern, schon wieder. Zu spät. Schade, ich wollte mein Schiff wegminern, aber es geht nicht. Noch keinen Schaden an der Hülle. Doch jetzt. Sehen, okay, die ist wie die Caterpillar, die zieht nach unten nach dem Boosten. Also man merkt schon, dass man ein größeres Schiff hat, ja. Das ist nicht ganz so wendig wie die Caterpillar, ist ja auch logisch, ne? Aber weil ja auch hinten dran noch was Größeres ist, wenn man hier im Cockpit sitzt. Was extern ist. Ich glaube, das ist zu nah. Wenn sie hochgeht, bin ich mit dran. Da kommt er, 10 Kilometer noch. Ich hoffe, es wird ein tiefer Anflug. Es wird gleich richtig krachen. Ja, weil so spitz wie du reinkommst. Ja, ich muss mal ein bisschen nochmal hier. Ja, mit großen Schiffen, ne? Wenn nicht das erste Mal, dass wir dann feststellen, dass Bremsen irgendwie schlechter ist, als man das jetzt gerne hätte. Sind da jetzt gerade für ein Schema. Habe ich endlich einen Tag. Also nicht für dich, aber für dein Schiff. Aha.
Feinde. Eine A2, die dich gerade bombardieren will. Ich bin indestructible, wie ich gerade bewiesen habe, von daher. Ich bräuchte immer noch irgendwie so ein... So ein? Scheibenwischer. Den wünschen wir uns doch alle in allen Schiffen. Da kommt er. Mhm, klingt nice. Und jetzt kommt das schlechte Wetter. Ja, immer typisch, oder? Warte, bis eben blauen Himmel, bis du kamst. Deine Triebwerksverwirbelungen sind so schlimm, dass der ganze Außenposten nichts mehr zu sehen ist. Bist du da auf dem großen Pad? Nee, ich stehe abseits. Was steht denn da alles? Darf ich nicht sehen. Ich habe 3 Kontakte hier noch. Ja, ich sehe durch das Wetter nicht viel. Ich würde sagen, mindestens eine Karte, aber ich sehe nur Lichter. Eine Karte und eine Ballista steht hier rum, okay. Ja, Ballista sehe ich jetzt auch. Aber die Karte ist irgendwie in den Boden. Oh. Entschuldigung, versunken. Was ist denn jetzt los? Bin ich hängen geblieben oder was? Jetzt kommt sie hoch, okay. Hä? Krass, ich habe gerade N gedrückt für Fahrwerke, da klappen die Flügel ein. Ja, ja, das machen sie automatisch. Und der hat sich gerade richtig weggedreht. Ich muss jetzt doch mal in die Außenansicht, ich kenne das Schiff noch nicht. Er fährt ja wieder mit seinem Rock durch die Gegend. Mhm. Also bei mir sind die Flügel noch draußen bei dir, was schlecht ist. Draußen? Mhm. Achso. Nicht eingefahren, nicht eingeklappt, weshalb du nicht richtig landen kannst. Du musst sie noch einfahren, also hochklappen, sonst kommst du nicht auf den Boden. Flügel einklappen, sonst kommst du nicht auf den Boden. Jetzt ist es aufgefallen. Bei mir sind die eingeklappt, ich kann nichts machen. Jetzt, ja, ja, jetzt sind sie in den Boden geglitscht und eben hattest du noch Probleme zu landen, aber jetzt hat das Fahrwerk gesiegt. Ich hatte, also bei mir war alles in Ordnung. Ja, ja. Der von der Seite gedrückt hat. Kannst du dir gleich bei mir angucken. Nachgang. Jetzt versucht er wieder das Fahrwerk anzuheben. Ja. Hoffen wir einfach, deine Version ist die richtige. Mach mal den Laden auf. Wieder ein Crash. Bloodlights. Ja, bei mir ist es leider so, dass ich jetzt nicht reinkomme. Jetzt steht er wieder gerade. Boah, der wackelt aber übelst. Bei mir schwebst du in der Luft mit dem Ding. Okay, ich bin drin. Das, was immer wie ein Sauwetter hier ist, Mann. Die machen das nur, wenn du kommst. Nein, aber Microtech hat Luft. Was der Grund war, warum ich keinen aufgesetzt habe. Der Trip nach Clio war ja eigentlich eher, oder nach Eutab und dann Clio war ja eigentlich eher so. Was heißt denn Flutlampen? Floodlights? Na, wahrscheinlich Außenbeleuchtung für den Lampen, Rampenbereich. Okay. Blick auf die dunkle Seite. Lass es uns angucken. Naja, wir fliegen jetzt mal auf den Boot, weil ich will hier weg von dem. Dann brauche ich noch immer einen Helm. Ja, dann müssen wir nach Port Tressler, dann musst du dir kurz einen holen. Ich habe hier, mein Equipment ist überall verstreut, nur nichts hier. Ja, sonst lass mich hier nochmal kurz in die Kisten gucken vielleicht. Ja, oder so, ja. Gut, das könnte ich auch mal machen. Gehen wir nochmal looten. Und das ist wieder alles erst schräg und dann gerade. Ich fahre mal nach oben. Oben aussteigen. Ja, das ist. Einfach mal gucken. Ich sehe ja jetzt das. Wäre geil, wenn man irgendwie die eine Seite, also den rechten Wing, der waagerecht ist, wenn du die rauslassen könntest, separiert voneinander. Boah, dann könnte man irgendwie den. Ich flieg vom Dach, ey, krass. Ja. Der Wind ist ja furchtbar.
Aber dann könnte man über den Flügel laufen und aussteigen. Es ist ein Sauwetter hier wieder auf Microtech. Mann, ist doch strahlender Sonnenschein gewesen. Okay, das ist ungemütlich. Ich gehe nicht raus. Ich bei mich. Gar nicht. Hier nicht. Das ist nicht gemütlich hier. Oh, keine einzige. So, dann. Ich guck mir das jetzt mal unten an. Boah, super. Erst war ich drinnen, dann draußen. Hier, wo schalte ich den unteren Turret an? Hier ist Exit. Okay, Exit habe ich gefunden. Gibt's den noch gar nicht, den Co-Pilot? Der müsste den Remote haben, der oben drauf ist. Eigentlich. Ja, aber der ist noch nicht aktiv, glaube ich. Muss ja erst noch Power angemacht werden. Würde ich mal sagen. Na, du musst doch Power an deiner Station eigentlich separat anschmeißen. Ja, ich fürchte. Wo sind alle noch tot? Ah, hier. Ich hab's. Hier gibt's keine einzige Kiste. Na toll. Ja, immer wenn man's braucht, was. Ja, aber es ist ja nicht nur ein Ding, oder? Sind nicht noch mehrere hier? Ja, ich bin jetzt im zweiten. Das Einzige, wo ich jetzt noch nicht war, ist der Ground Vehicle. Außer ich habe im Schneesturm ein drittes Gebäude übersehen. Ja, der geht drüber weg, weil die hier noch. Müsste ich dann mal ausprobieren. Sonst flieg einfach kurz über Microtech weg. New Babbage. Und während des Überflugs kann ich ja zugreifen. Da im Inventar hast. Ja, natürlich. Aber guck mal jetzt in Ruhe nochmal ein bisschen. Nee, hier ist nichts mehr. Auch im Platinum Bay Gebäude keine Kiste. Ich weiß nicht, ob sie die vielleicht alle removed haben mit dem Patch oder ob das am Research Outpost liegt. Verbraucht ganz schön Hydrogen Fuel. Tja. Das ist schon nicht so wenig. Okay, good to go. Bist du drin? Ja. Aber die Klappe ist noch offen. Ist doch egal. Na dann. Denn so besser? Nee. Fliegt sie ja noch langsamer. So, gucken wir mal. Ist ja auch ein lustiges Ding, was ich hier habe. Die schnellste ist ja nicht gerade. Sag ich doch. Nee, ich muss noch mal wiederholen, weil ich habe das ja vorhin festgestellt. Ich dachte, es liegt an den Flügeln oder so, aber nee. Doch, at a remote turret. Funktioniert doch. Ja, ich habe ihn ja angemacht. Ich habe den Schalter ja gefunden. Ich schieße nicht mal ein Loch in die Hülle. Doch, in den Flügel jetzt schon. Und nur wegen dem Lack. Ist doch eigentlich ein ganz akzeptabler Feuerbereich. Was würdest du sagen, wie sehr könnte ich damit auf dem Target vorausfeuern? Der Winkel ist schlecht einzuschätzen. Du schießt genau das, was ich anvisiere, kannst du auch treffen. Das ist okay. Genau, geht genau dahin, wo ich. Also, wenn du jetzt mal ganz nach unten ziehst, mal so weit unten, wie es geht, nach vorne. Mal rausgehen. Kopf wieder auf hin. Irgendwo war er. Das ist so weit unten, wie ich kann. Voraus zumindest. Na, es ist hier ungefähr dann. Ja, es ist aber auf jeden Fall überschneidend. Sehr gut.
kannst du auf jeden Fall unterstützen von diesem Sitz. Ja, dann könnten tatsächlich alles nach vorne feuern, was sie hat. Krass. Und wenn wir dennoch zwei andere Leute haben, also mit vier Mann, das ist heftig. Ja. Ich gehe mal in einen der Seitenturrets. Was ist es da oben dran? Sind das Size 3 Waffen? Ich habe nicht gelesen. Was nee, Size 2. Size 2? Echt? Naja, gut. Aber da macht es dann wirklich die Masse. Ich habe jetzt auch nur Kanonen hier, ne? Da legen wir ja schon. Ja, vor allem, guck dir mal die Kapazität der Kanonen an. So viel hast du in manchen Schiffen nicht mit Repeatern. Ja. Aber die ist scheiße langsam, ey. Das ist, glaube ich, ein bisschen. Was sind da hier? Ist die C2, M2 und A2 schon weitaus agiler, muss ich sagen. Aber. Naja, ich guck mal nach einer Mission. Obwohl, wir wollen erstmal in den Orbit, glaube ich, sonst. Ja, du wolltest doch noch irgendwo auf einem anderen Planeten jetzt irgendwas testen. Weshalb ich ja den Helm brauche. Ja, nee, ich wollte einfach nur wegen der Performance gucken, aber das können wir immer noch machen. Wir machen jetzt. Nee, meine ERT läuft noch. Achso, die läuft noch? Na, dann kriegen wir doch da wieder hin. Ein Teil mal, dann nehme ich an. Jo, gib mir eine Sekunde. Noch die Knöpfe finden. So ein bisschen boosten hier. Ruf ich den Glauben an. Nämlich bin. Meint ja, AFK. Geht der, ist die ganze Zeit der Global angegangen. Shares aus. Okay. Aus. Angenommen. Sensitivity. So, wir testen jetzt erstmal die Feuerkraft, dann fliegen wir irgendwo hin und gucken uns die nochmal von innen in Ruhe an. Das vorne, ja. Bist du mal bitte? Da wird's schwierig. Na, du kannst die rechte Seite abdecken. Ja, aber so richtig nach vorne feuern haben sie rausgenommen wieder, obwohl sie gesagt haben, dass der aufs vordere Target. Naja, gut. Zur Unterstützung, ne? Ja. Ja, dann ist sie wahrscheinlich zu OP. Wo ist denn die ERT? Ist sie hier? Nee, auf der Monde. Ja, weil ich habe keinen. Da müssen wir hin. Sag mir mal den Mond kurz. Kann ich dir nicht sagen. Kann nur drauf schießen. Oder sagen, eins von beiden. Warte. Ich glaube, es war Terp, ich bin mir auch nicht sicher. Ich sehe ja nicht, wo du hin schießt. Ja, ich kann auch nicht in den Winkel. Wäre schneller gewesen, wenn du geguckt hättest. Es ist Terp. Darf ich die Route mittlerweile für dich setzen? Nein, schade. Versuch was wert. Ja. Ernst. Schade. Hydrogen 75%. Verbraucht eine Menge Sprit. Mhm. Und nach hinten kannst du damit auch nicht abdecken. Also, wenn sie verfolgt wird, muss sie rückwärts liegen. Also, ein guter Fighter. Frontal. Aber wo ist denn jetzt meine. Okay, das bist du. Wo ist denn meine? Okay, das bist du. Das hängt irgendwie nicht zusammen. Ich sehe keinen Marker. Ich weiß nicht, wo ich hinfliegen soll. Ich sehe gar nichts. Ja, ich mach kurz nochmal aus. Bist du schon gesprungen? Nee. Jetzt habe ich einen Marker irgendwie. Jetzt, ich weiß nicht, das ist wieder mal ein bisschen buggt. Okay. Kommt mir das nur so vor oder habe ich links noch weniger Winkel darüber? Das kommt mir nur so vor, ne? Du schießt auf jeden Fall schon in die Mitte zu mir. Ja, wenn du das sagst. So, und nach hinten. Okay, nach hinten geht auch noch weniger als drüben. Jetzt. Also manchmal, die Sternkarte, die mag mich nicht. Aber jetzt geht's. Jetzt habe ich ein Ziel. Ich sehe dann auch die Mission. Ansonsten musst du mich leiten.
Keinen Vorlachen. Aber ich habe eben festgestellt, dass es da mittlerweile nur noch einen Anlaufpunkt gibt. Ich mich nicht daran erinnere, dass es überhaupt einen Planeten gab, wo es nur einen Spot gab. Oder ob das einfach nur weniger geworden sind oder mich mein Gedächtnis täuscht. Wo geht's hin? Was hast du gesagt? Ich hab's nicht. Es gibt nur einen einzigen Spot. Bud's Brewery. Ah, okay. Jo, und ich, ich konnte mich nicht daran erinnern, dass es hier nur einen einzigen Spot gab, beziehungsweise überhaupt auf irgendeinem Planeten nur einen Spot. Das Minimum war zwei, dachte ich. Aber wahrscheinlich täusche ich mich da. Also teilweise liegt es schon am Microtech, das ist ein bisschen... Aber was die Geschwindigkeit, die macht mich, finde ich, nicht so gut gerade. Ganz ehrlich. Na gut, es muss ja irgendein Drawback haben, das Ding, oder? Ja, aber das hat sie ja auch von der Panzerung her nicht. Tja. Kann ich alles haben im Leben, ne? Korrekt. Aber der Drops ist wie bei allen anderen Schiffen auch noch nicht gelutscht, von daher. Ja, ich weiß, ja. Geht mir eine Waffe unten? Vorher nochmal? Ah ne, da kommt sie. Man, jetzt sehe ich's. Im Weißen sieht man das nicht so. So, ich mach mal hier das Spulen aus. Du hattest hier zwei Harbinger, hast du gesagt, oder was? Ja, jetzt ist noch eine. Hurricane. Hurricane, okay. Ah, Hurricane wieder. Ja. Kann auch sein, dass ich war vorhin ja nochmal hier mit dem Rock, dass ich das jetzt weggetrained habe. Aber wir haben ja die Markierung auf jeden Fall für die Hämmer halt. Ja, ja. In der Atmosphäre ist schon heftig mit ihr. Glaube ich. Ne, du musst ja bedenken, dass sie wahrscheinlich auch gebalanced ist auf das neue Flugsystem, was kommt. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Da ist Kontakt. Mhm. Die Hammerhead. Die nehmen wir aber noch nicht, oder? Naja, wir haben kein anderes Ziel, also. Okay, weil du sagst, da ist noch eine Hurricane, aber ich sehe gar keine. Nee, ich habe gesagt, die kann schon weggetrained sein, aber so oder so wissen wir nicht, wo sie ist, bevor wir nicht bei der Hammerhead sind, wenn sie noch da sein sollte, weil sie zu klein ist. Okay. Wir haben also keine Optionen. Ja, wie machen wir das? Keine Relevanz. Nö. Fliegst drauf zu und versuchst, so nah wie möglich dran zu sein, würde ich sagen. Aber und sie da zu umkreisen, während du mehr oder minder dodgst und feuerst. Also so wie immer. Mit jedem anderen Schiff auch. Ja, okay. Ran und versuchen auszumanövrieren. Kannst du noch ein bisschen Schild nach vorne geben? Was ist denn jetzt passiert gerade? Power Triangle verschieben. Bei mir ist nichts passiert, außer dass du gelenkt hast. Nee, ich habe eigentlich nicht gelenkt. Es ist die Sache zur Seite gezogen. Aber vielleicht. Na, vielleicht hast du irgendwie doch mit dem Fahrwerk Schaden bekommen und das wird als Torque Imbalance oder so gewertet. Kurzzeitig. Nee, das Warnmeldung habe ich nicht, aber ich denke, es liegt an der Atmung hier. Oder? War das nicht auch hier Euterp, wo die Reclaimer weggeweht wird? Ja, ja. Also, bisschen komisch. Ein windiger Laden. Die jiggelt ganz schön. Apropos jiggeln. Okay. Wow. Büro nicht vergessen. Und empty. Krass, wie schnell die hier aufladen. Unsere oder deren? Dene. Meine sind. Hast du noch nach vorne gelegt? Naja, also ich krieg keine Schaden an. Naja, Schilde vorne sind zusammengebrochen, an der Seite auch. Ja. Abgang. Mal wegzukommen.
jetzt ist die Seite offen. Ich bin zu langsam. Okay, kein Winkel mehr, ich wechsle aufs Turret, also aufs Remote. Dann ist wenigstens auch die Höhle versiegelt. Ihre Seite ist offen. So, jetzt habe ich Major Imbalance, jetzt haben sie irgendwas erwischt. Aber ich habe wieder die Anzeige, da richtig scheiße, die ganze rechte Seite ist offen. Aber ich konnte mich vorher schon blöd bewegen. Ja, da hat sie definitiv nicht genug Manövrier-Speeds. Also sie kommt. Also das obere Turret ist die bessere Wahl für Verfolger und Angriffe. Also zumindest zu zweit. Aber er hat schon wieder geflucht. Zweimal. Okay. Wir sind aus der Distanz. Ja, hast du ein bisschen die Energie verschoben schon gehabt schon? Ja, ich habe schon alles gemacht. Ja, war nur eine Frage. Ich kann das ja nicht nachvollziehen, deswegen. Du also nicht sagst, dass du es tust, weiß ich das ja nicht. Leider. Ja. Ich sag ja, die Hülle wird irgendwann eh durch Laserstrahlen schwarz. Okay, 2,6, 2,7. Ja, ich gehe nochmal zurück. Jo, 3 Kilometer. Ja, flieg ruhig noch in richtige Wende. Wenn ich aufhöre mit Rückwärtsschub, dann zieht die nach rechts. Krass. Okay. Ich bin nochmal meine ausprobieren. Hab aufgehört, Fuß zu machen, dann dreht die sich nach rechts weg. Krass. Ist die Frage, warum habe ich keine Mittelanzeige mehr? Achso, unsere Tragfläche rechts ist weg. Na dann. Okay, alle Raketen sind schon weg. Ach du Scheiße. Deswegen zieht die nach rechts. Okay, ich kann kaum noch steuern. Fuck, Alter. Ey, eine Hammerhead in der Atmosphäre ist doch nicht so geil. Kann die nicht mehr gerade halten, richtig? Schwierig. Ja, wir können es ja gleich nochmal mit der zweiten versuchen. Kriegt sie nicht mehr rein, die jiggelt hier rum. Aber er ist auch explodiert, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Mitgerissen, oder? Mein Rock! Da waren noch Edelsteine drin. Suboptimal. Na, dann ist er vielleicht aber erledigt jetzt. Dann gucke ich sie mir jetzt nochmal an. Okay. Also probieren wir es nicht nochmal gegen eine andere. Ja, ich würde sie jetzt nochmal anschauen, weil ich würde es drüber wollen. Nochmal. Ach, bin ich auf wenigstens auf. Was meinst du mit rüber? Na, in die Undercity. Boah, ist das leck, ey. In den Underhalf? Okay, ja, alles klar. Contract complete. Jo. Party disband. What? Ja, nur die Party im Schiff, glaube ich, weil ich sehe dich noch. Mit einer von den ziellosen Personen auf den Gang, die im Nachthemd rumrennen. Wer bin ich? Ich sehe dich, ja, ich sehe dich. Ich habe schon ein neues Kittelchen. Ich nehme dafür immer die fahrende Garderobe. Also, Wow, was ist denn jetzt los? Der Fahrstuhl hat mich weggeschoben. Also ich habe überlebt, aber... Ja, aber ich bin hinter der Wand und falle jetzt natürlich nach unten. Ich bin oben aufs Dach und konnte runterlaufen. Scheiße. Aber nicht in Sicherheit, echt.
Es ist das alte Problem mit den Fahrstühlen wieder. Ja. Auch schön, wenn man alte Freunde trifft, oder? Ja. Ich fahre schon mal zum Flughafen und hol das. Mach das. Kann ich ja einen Comments abholen. Dann stellen wir uns auf den See nochmal. Aber diesmal zählt sie trotzdem nichts, wie es mir geht. Ja, das haben sie rausgenommen, denke ich. Nee, vorhin hat sie mir meine komplette Diagnose erzählt, also meinen kurzen Anflug von Tod. Und dass ich jetzt wieder einigermaßen fit sei und gehen könnte, zumindest sagen das die Daten. Kurzer Anflug von Tod, okay. Ja. Hast du keine spontanen Anfälle von Tod? Nicht. Ich habe die hier ständig. Genauso wie Allergie auf Laser und so, also... Aber ich für heute beende ich mal den Stream. Wir gucken uns das jetzt nochmal an und dann, ich sag jetzt trotzdem mal bye bye. Und mal tschüss. Bis Sonntag bei mir. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. So, ich habe gerade keine Lust mehr. Ja, ist okay. Bin gerade resigniert über dein Schiff, oder wie? Gestresst. Nee, aber das ist immer so, wenn es so viele Sachen sind und da babbelt einer hier und da und dann Chat und denkst, ist mir gerade auch nicht entspannt. Jo. Genau, ich wollte jetzt nochmal in Ruhe gucken. Ja. Damit erkläre ich dann auch immer meine mangelnden Fähigkeiten Vermintheit, Darktheit. Ach, nur daran, dass ich gestreamt habe. Ja, ich bin noch live. Soll ich aufgehen? In Ruhe quatschen? Nee. Ich versuche jetzt nochmal eine Aufnahme. Mhm. Bis dann besser ist. Aber es laggt auch ohne Stream, merke ich. Also es liegt. Nee, es liegt an der Messe und an New Babbage. An OBS, genau. Also das. Weil das nervt mich auch. Ich hatte noch ein paar Lags und da konnte ich noch weniger steuern. Ja. Naja, ich bin noch nicht so überzeugt von der Kurse. Ich habe ein besseres erwartet von einem, vom Handling her. Oder ein anderes, sage ich mal so. Ich will nicht jetzt werten, aber. Weißt du, wie ich meine? Das ist. Ja. Die Sonne kommt. Mal gucken, wenn vielleicht geht es jetzt schneller. Aber ich will jetzt nochmal wenigstens eine Mission oder so schnitzeln. Mhm. Schnitzel. Boah, es ist gerade warm hier bei mir. Bin auch leicht fertig heute. Das ja. Sowas ist nicht gut. Mhm. Wie gefällt dir die? Das ist knubbeliger, lustiger, komischer, kleiner Klumpenmetall. Cool. Kleiner Klumpen. So, 4 Minuten müssen wir wieder warten, aber das ist ja. Ja, ich kann ja auch meine ziehen. Achso, ja, das kannst du auch machen. Zieh mir mal die Cutter her. Also bei diesen Sales muss man dann zu der Zeitpunkt im Shop sein und dann genau. Gibt es auch die Möglichkeit, sowas abzugraden. Yep. Boah, das ist aber, da brauchst du ja wirklich ein Bot für oder denkst du, das ist ja dumm. Oder? Ja, die Konkurrenz ist schnell, ne? Also die ganzen Chipseller sind entsprechend unterwegs.
da war sie, Corsair. Wir sind im Hangar. Oh, was hast du für einen geilen Helm? To announce. Gibt es den jetzt auch in weiß? Nee, das ist doch die graue, die es hier gibt unten bei Schubin. Ja, aber weil du hinten so ein weißes Helm hast. Ja, das fällt nur auf, wenn du ihn nicht mit der großen Armor trägst, weil da normalerweise der Panzerkragen im Weg ist. Bist du es überhaupt? In weiß? Ja, ja, ich bin es. Nee, ich war gerade in der externen. Hast du keinen Marker für mich? Ach so. Externe. Bevor ich hier dem Falschen hinterherlaufe. Der Drücker drückt. 12. 13. 12. Ach, scheiße. Ist deine Rüstung kaputt? Nee, die haben die Textur irgendwie kaputt gemacht. Fehlt da. Ja, das habe ich heute aber auch schon bei der anderen gesehen. Ja, also sie hat schon was, aber also sie hat schon ein paar coole Sachen, das mit dem Elevator und so, aber so fliegen, vielleicht ist es so noch nicht wirklich final. Bist du seitlich rein? Dann komm ich mit. Ja, ich gehe an den Fahrstuhl. Ich mag den, der ist cool. Okay, so, da mal wieder wegfilmen. Good to go. Bist du drauf? Yep. Das ist geil auch mit den Hebeln hier. Ich mache hier bei dir im Schiff, kann ich den Fahrstuhl Meister werden. Ja. So, wo möchten Sie hin? Gerne aufs Dach? Nee, heute nicht. Wenn du losfliegst, fliege ich bestimmt runter, oder? Wenn ich jetzt aufs Dach gehen würde. Ich kann versuchen, die Taste zu finden, wie man da diesen G-Safe-Mode, also gibt ja diesen Thruster-Safe-Modus, wo du so fliegst, dass keiner umfallen kann. Entsprechende Beschleunigung, wo es so gering ist. Ich habe nur keine Ahnung, wie der Kram heißt und auf welche Taste ich drücke. Bin ich ein spontan? Auf jeden Fall habe ich jetzt ein Visier noch. Sehenteil Hammerhead. Laserschuss. Die Grafik ist festgefroren. Gut. Ja, ich glaube, auch in der Originalfarbe ist eigentlich ganz cool mit dem Silber, Schwarz-Weiß. So. Ich finde die spontan nicht. Wahrscheinlich brauchen wir da irgendein entsprechendes Tastenkürzel. Ein bisschen schneller in der Atmosphäre, das ist mir gewünscht. Alles. Ja, wie gesagt, abwarten, wie die neue Meta, was das angeht, wird, wenn sich da eh alles ändert. Dach ist noch nicht offen. Ja, ich weiß. Geht mal. Achso. Ein ungeduldiger Pilot und warte mal kurz unter dem Dach. Also sieht sie schon gewendiger aus, aber wenn du dir dann halt wirklich eine C2 oder so anguckst. Na gut, aber sie fliegt sich halt schon. Vielleicht ein Tick schlechter noch als die Conny, aber sie ist halt in der gleichen Größenordnung. Wie eine Conny? Jo. Ich würde sagen, die Conny ist ein bisschen schmaler, oder? Also so wenn vom Interieur, die hat halt hinten die Ausleger so, aber... Das ist die gleiche Kategorie. Ja. Warum will die nicht aufgehen? Ich habe jetzt eben die Meldung erhalten. Irgendwie geht's auf. Jetzt, alles gut. Nee, weil ich den Button gesmashed habe, aber irgendwie wollte er nicht. Also die Mission haben wir geschafft, auf jeden Fall. Ich meine, stylisch ist es schon, ne? Aber gerade mit den Flügeln hätte ich jetzt gedacht, dass er ein bisschen mobiler ist. Aber was mir jetzt gerade aufgefallen ist... Wow, warum fallen wir aus dem Himmel? Ja, weil du die Dinger aufklappst. Nee, weil die Dings ausgegangen sind, die Engine. Okay. What the fuck? Okay. Und alles abgebrochen vorne. Ja. Oh, scheiße. Ja, das ist mir vorhin auch passiert. Ich habe irgendwie ausgeklickt. Dann hat ja, aber diesmal habe ich definitiv keinen Fehler gemacht. Beim ersten Mal dachte ich das auch. Also bei mir nee, beim ersten Mal habe ich es auch falsch gemacht. Was? Dann flieg mal nach oben und lass die Waffen wieder anbauen. Ist alles abgerissen unten. Krass. Ja. Hey, wir fliegen irgendwo hin, wo wir reparieren gehen. Ich dachte, hat er jetzt gerade bei der... Wow. Ich habe ein Ziel. Was ich gerade gedacht hatte bei der, oder was wir gedacht hatten bei der, wie heißt sie denn hier, die Scorpion.
Das ist jetzt gerade einfach so passiert, weil du kurz irgendwo rangedippt bist, sind alle vier Waffen abgefallen vorne. Ja, genau, das ist auch ein bisschen schwach. Das ist genau das Problem. Und das habe ich schon fast geahnt, als ich das erste Bild gesehen habe, dass die da so dran hängen, so komisch. Mhm. Ja, also die eigentlichen Flügel werden hier ganz schnell wieder abfallen. Das ist ja wie bei der Conny auch, da fallen die Gondeln auch. Nur noch eine C2, dann brauche ich nichts anderes mehr. Oder halt eine A2. Tja. Weil die hat ja auch, eigentlich hat Drake ja auch nicht Panzerung, ne? Ja, vielleicht nicht als großes Markenzeichen, aber ein bisschen mehr als eine zivile Hersteller, wie jetzt zum Beispiel RSI. Das ist alles zu kommen. Wer weiß, wo da mittlerweile die Prioritäten liegen. Ich meine, solche Aussagen sind ja zum Teil ewig alt. Und bevor wir das nicht in die Hände kriegen, werden sie so viele Zahlen rumschubsen. Das ist alles eh nicht mehr wahr. Okay, wir 17.000, wir hätten ja nicht verspringen können, ne? Vor lauter Gelaber. Du fällst nach unten wieder, oder? Ja, ich suche mir einen Sprungpunkt. Shubin Mining passt doch, 13. Weißt du, wie viel, was die für einen Schildgenerator drin hat? Nicht auswendig. Also ich sag mal, die hat auf jeden Fall, haben wir einen Meter von 4 Schilden. Also links, rechts, vorne, hinten. Und das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben einen Size 3 drin, Akuma. Okay. Aber ein oder zwei? Ich glaube zwei. Ein. Aber das ist schon mal mehr als Size 2 in der Conny. Auch wenn es da 2 ist. Heißt. Na, die Aquila hat aber einen Dreier, glaube ich. Oder nee, welche hattest du? Die Taunus oder Tau? Nee, keine der Connys hat einen Dreier. Die ich da als Lona hatte? Mm-mm. Hatte die nicht einen Dreier? Ich weiß nicht. Wär's. Also. Alles ein bisschen. Okay, es ist arg dunkel. Ich dachte, hier wäre es hell. Sollen wir noch woanders hinfliegen? Ja, nochmal ins Helle, aber das ist jetzt eh rum, weil es ja alles abgerissen. ja, aber ins Helle zum Reparieren, darum geht's. Dann ja, gut, schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Ja, das wäre gut, ja. Ich weiß ja nicht, wo die Station gerade ist, aber den kriegen wir eh nur. Obwohl, nee, auf dem Pad können wir eigentlich landen. Naja, du weißt ja nicht, ne? Wenn es um Dings dunkel ist, dann ist es ziemlich sicher auch nach oben dunkel. Mhm. Wenn es der frühe Tag wird. Probieren wir die 18. Die Sonne ist hinter dir. Ja? Da ist unser Wrack. Ist hinter mir. Wir könnten noch deinen Rock looten. Der hat viel durchgemacht jetzt. Explodiert sind, also entweder von der Hammerhead. Nee, die Hammerhead ist dazu einfach aufgefressen. Von der Druckwelle oder hat die uns erwischt, weil gut, die Seite war zwar offen, aber. Gib wieder nach Rai, Yari. Jo, mach. Ich könnte nicht sagen, woher die Sonne aufgeht, aber gut. Wir werden sehen. Aber noch ein bisschen Sprit. Wir finden schon noch was Helles. Hinter uns, aber jetzt kommen wir da drin, das wird schon passen. Ja, schön. Ja. Dann haben wir doch beides. Wenn wir Gas geben müssen. Glaube ich. Ist halt schon krass, dass ich hier einfach unten drunter sitze. Das ist ja, ist doch eigentlich ein ganz cooles Konzept. Aber interessant ist dein äußerst rudimentäres Steuerpult. Ja. Also, es sieht ja auch. Sieht doch cool aus. Ja, aber dass die. Gut, die Linken haben länger gehalten. Jetzt rechts hat's. Ich habe mich gerade gewundert, hey, ich schalte auf Missile um und habe keine Missiles gehabt. Dachte, wo sind denn die Missiles? Da habe ich rausgeguckt. Komplett ja. Strang weg. Aber die hat uns nicht gerammt. Die hat uns. Nee, die hat uns. Genau. Ganz regulär. Und das ist schade. Wie gesagt, sie beim ersten Mal perfekt zu fliegen, ist vielleicht auch zu viel verlangt. Ja, das ist jetzt zu viel verlangt, aber
Wenn wir jetzt voll besetzt wären, ich habe das nur gerade so vor Augen, ein Kampf zwischen Conny und der zum Beispiel mal. Würde sie gewinnen. Ob sowas vergleichbar wäre, ja? Wenn nur allein die Feuerpower, die der Pilot hat. Du musst ja bedenken, du alles sitzt auf einem Gimbal, ne? Du kannst alles noch eine Size größer drauf basteln. Das ist einfach nur krank, was hier DPS hat. Ja, das muss ich mir mal in Ruhe angucken. Wenn's jo. Jetzt ist ja erstmal so der erste Test. Wir haben ja jetzt auch noch ein paar Tage. Je nachdem, wie meine Finanzen stehen, muss ich meine wahrscheinlich dann eh einschmelzen bzw. upgraden. Was für die MSA nicht reicht, bzw. ich wahrscheinlich irgendwie ein paar Schiffe zusammenschmelzen muss. Wie die Odyssee. Mal gucken. Ich mache dann einfach mal eine Aufnahme mit. Ich muss gerade. Ja, klar. Ich mache sie auch gleich nochmal komplett aus, um zu gucken, ob das wieder passiert. Oder ob ich da. Wir können mal die Scheinwerfer ausprobieren. Der Fehler war. Oh ja, stimmt. Das sind die. Machst du die hinten an? Ich sehe nichts mehr. Nee, warte mal, ich bin gerade. Ja, ja. Ich glaube, wir haben nicht mehr lang genug Licht. Schon cool aus. So, perfekt gelandet. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was das kostet und Was du kriegst. Also. Service. No service required beim Reparieren. What? Der Außenposten meint, es ist alles okay. Ja, keine Arme, kein Keks. Da steht eine Cutter und eine Cutlass. Rechts von uns. Achso, die sind immer noch hier. Das ist die von vorhin. Also das Cockpit ist auch rot. Ja, du meinst, das eine ist noch meine Cutter? Ich weiß nicht, kann sein, ja. Mach mal außen nochmal an, vielleicht hilft es ja. Er ist wirklich improvisiert. Hier liegt ja ein Monitor unter, der ist abgefallen. Das sehe ich jetzt erst. Okay. Alter, das ist denn das? Drake improvisiert. Das muss da einfach liegen. Ist scheißegal, ob du dich gegenfliegst. Ja. So wie du dich, wenn du hinten reinläufst, ja auch strangulieren kannst, so wie die Kabel von der Decke hängen. Nee, ich darf nicht. Oh Gott. Willst du mal kurz gucken, ob du reparieren darfst vielleicht? Ja, okay. Geht ja aus dem Weg, warte, ups. Ja, es ist aber immer noch leckt. Das ist wieder so ein Mikro-Ruckler gerade gab. Naja, das liegt eindeutig am Server. So, dann hast du. So, ich hätte gerne Service bei euch. So, Restock ist nicht acquired. Also ich kann nichts bedienen, aber... Ist alles rot bei mir gewesen. Die Buttons habe ich. Ich könnte ein UEC für Quantum, Hydrogen. Okay, da stand bei mir auch alles. Reparieren für 4063. Aber ja, macht. Ich kann es nicht drücken. Also ich drücke, aber es passiert nichts. Ah, okay. Naja, aber bist du trotzdem einen Schritt weiter als ich? Warte mal, ich probiere es mal im Co-Piloten. Vielleicht darf ich da. Du kannst ja dann einfach nochmal machen. Jo. Okay, du saßt gerade neben dem Sitz. Okay, ich starte mal die Aufnahme. Alles wie immer. So. Servus, Leute. Wir sind jetzt hier nochmal im Innenraum der Drake Corsair. Bin jetzt. Hier ist der improvisierte Pilotensitz. Wo schön der Monitor neben. Ah, jetzt hast du repariert. Oder so. Ja. Der improvisierte Pilotensitz hier. Gerade in dich jetzt. Rein. Ich wollte zur Seite gehen, es ging aber nicht, wollte aber noch der Stuhl im Weg. So, ich
fahre mal nach unten. Ah, das ist der Pilotensitz. Das ist jetzt der Co-Pilotensitz. So, Greg sorgt einfach nur dafür, dass alle Ersatzteile griffbereit sind. Für den Fall des Monitor im Kopf aus. Okay, er hat repariert. Die Guns sind wieder dran. So sieht es mal von draußen aus. Jetzt kannst du ja mal hinten mal die Flutscheinwerfer machen. Noch ein Weg dahin. Genau, im Cargo-Deck quasi. Blutlicht ist an. Jo. Da geht was. Das ist das, was der Cutlass immer noch fehlt, ey. Mach mal aus. Warte. Ich hab's nicht gesehen, wie es. Ich dachte, das gehörte zu dem Dings. Jetzt ist aus. Okay, das sind oben nur die zwei Lampen. Ja, das ist auf jeden Fall geil, ja. Das braucht man wahrscheinlich auch wirklich zum Laden und Entladen. Ja, das ist ja das, was man irgendwie bei allen Schiffen im Endeffekt eigentlich noch bräuchte. Weil, ne, so arbeiten ja zum Beispiel auch Krankenwagen. Ja, also. Warum was siehst du? Jetzt gerade in dem Nebel sieht schon cool aus. So, ich guck mal, ob ich auch ein Licht anmachen kann. Die Außenbeleuchtung quasi, ob ich hier überhaupt einen Button dafür habe. Der eine Sitz hier sieht aus wie ein Schleudersitzgriff. Ich habe da Angst, da wirklich. Ja, da steht Exit drauf. Die meinen das so. Nicht, dass es mich weghaut. Soll ich das mal machen? Ja, mach das. Das war das Video vorbei, aber egal. Nee, er fährt mich zurück. Okay. Glaube ich nicht. Ich probiere das jetzt beim Piloten aus. So nach unten. Bei mir war das Cockpit leer. Ne, ich bin gerade gekommen, du bist in mich reingerannt. Ja. Tatsache. Mann. Warte mal, geh mal weg. Ich wollte mich ja mal reinsetzen vorne. Ich will dich nicht umrennen. Ich versuche so, wenn ich kann. Ja, so. So, jetzt gucken wir mal, wo ist hier. Da sind Exterior Lights on. Die kann man auf Auto stellen, okay. So, jetzt habe ich die Lights angemacht, aber ich sehe nicht wirklich eine Veränderung. Unten drunter bei den Fahrwerken vielleicht, ja. Machen wir nochmal aus. Ja, warte. Server erstmal wieder in die Innenansicht. Wing Extended Extract. Nicht gut. Warum? Na, weil wir auf dem Boden sind. Ach so, scheiße. Aber sie sind einfach nur in den Boden geglitscht bei mir. Und ohne. Drückte. So, ich mach mal die Lichter aus. Lichter sind aus. Okay, ja, das ist, sind die unten. Warte. Ist die Fahrwerkbeleuchtung, okay. Ja, okay. Die Landebeleuchtung. Das ist, damit ist sie das Erste, die das hat. Die Positionslampen und das andere ist noch alles an. Jetzt stelle ich mal auf Auto, mal gucken, was passiert. Die gehen dann wahrscheinlich nur an, wenn es dunkel ist. So, auf Auto ist gestellt. Nö, ist aus. Passiert nichts. Okay. Ich habe aber auf Auto gedrückt. Jetzt mache ich es dann nochmal an. Sind sie an? Jetzt ja. Jetzt stelle ich auf Auto. Immer noch an. Sie sind insofern automatisch, dass sie automatisch den Status halten, den du zuletzt eingestellt hast. Ja, ich muss sie quasi anmachen, Auto stellen. Dann macht es vielleicht Sinn oder keinen Sinn, keine Ahnung. Wir können nochmal ins Licht fliegen, um das gegen zu testen, aber ich. Spool, Quantum Drive. Bin mal auf Nein. Ja, Scan More Enable. Was ist das denn? Achso, Scan Mode. More. Blödsinn. Ach, da unten ist der Monitor abgefallen, wo. Das ist. Power Triangle drauf. Kann keiner sagen, dass er nicht mitgeliefert wurde. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich habe nur ein halbes Schiff. Okay, das war jetzt mal das Cockpit. Dann gucken wir uns mal jetzt noch. So, das ist jetzt quasi die Brücke, die Bridge. Also die leichten Ruckler muss man so entschuldigen. Das ist wirklich der Server. Hast du mal geguckt in der Captain's Kabine? Hier ist so eine Art Triebwerk, was hier rausguckt. Wie wird er denn direkt gegrillt? Oder was? Guck mal rein. Okay. Triebwerk? Achso, du meinst. Was ist vielleicht hier für die Notfallablassung von Sprit vorbereitet. Damit er auf jeden Fall noch im Schiff bleibt. Keine Ahnung, okay, was das sein soll. Ein Bett und dann kann er da seine Suit reinpauen. Das ist auf jeden Fall schon vorbereitet. Vielleicht ist es auch einfach das letzte, einzige Zimmer mit Heizung. Und das ist die Heizung. Ich glaube nicht, wenn du guckst im Cockpit, also hier, dann siehst du da diese,
dieses Teil, das geht bis hinten durch. Mhm. Also, ob das irgendwas Ansaugmäßiges ist, keine Ahnung. Boah, ist das vielleicht das wird dadurch die Atmosphäre abgesaugt und echt gefährlich, sich hier zu bewegen. So, dann sind wir im nächsten Raum, da wo es zu den Geschützen gibt. Kannst ja mal, ich gehe mal hier rein. Für sich rechts, du kannst ja links reingehen. Na, ich bin gerade auf dem Weg nach oben. Oder so. Mit dem Fahrstuhl. Hat man hier die Seitentorrets. Der fährt dann so aus, dann kann man auch eigentlich nach vorne schießen in einem 90-Grad-Winkel, das geht schon. Jetzt. Muss halt gucken. So, jetzt sehe ich dich, wie du hochfährst, oder was ist denn los? Ne, ich war erst nach unten, dann habe ich oben aufgemacht und jetzt war ich... Jetzt ist aber oben offen, ich kann durchgucken, ich habe dich gerade gesehen. Ja, irgendwie... Jetzt geht oben zu, okay. Ja, ist noch nicht vielleicht ganz so optimiert. Wir hauen mal schnell die Corsair raus. Nee, vielleicht bin ich auch einfach nur so blöd wie die drei Hebel. Das ist wahrscheinlicher als andersrum. Okay, meinst du so, ja. Aber so kannst du immerhin gleich schnell Höhlenarbeiten vornehmen zum Reparieren. Schon denn ziemlich. Ich kann das von außen locken. Da kann ich hier jemanden einsperren auch, quasi. Hier draußen läuft jemand rum. Ist nicht du, oder? Geiseln nehmen. Hätte sein können. Also entweder ist es für Reparaturen gedacht oder dafür, dass du dich hier mit einem Raketenwerfer draufstellst und die Nummer von Hand löst. Also die Schalter gefallen mir gut, die neuen mit dem Licht. Mhm. Und dass du oben machst, das ist ein bisschen anders. Ich weiß noch... Die moderne Art von den modernen Drake-Teile hier. So, jetzt haben wir hier noch eine... Das ist die Dusche- und Klo-Einheit. Genau. Standard Drake. Hier ist halt das kleine, die Lobby, wo wir uns hinsetzen können. Alter, wenn ihr das mal anguckst, ja, die Küche ist eigentlich mikromäßig. Aber hier sind Halter, wo du Besteck reinmachen kannst. Warum sind hier so viele Besteckhalter? Es sind 6 Stück, die sind mega groß, so viel Besteck hat doch die Crew gar nicht. Oder sind es Becher? Ich habe keine Ahnung. Aber normalerweise sind es so eine Teile, wo du so Messer, Gabel und Löffel drin hast. Ja, weißt du, was die dunkelgrauen abgesetzten Einlässe sind an der Seite? Also oben drauf. Ich hätte es irgendwie für Escape-Pods gehalten, aber es sind 6 Stück. Hatte gehofft, irgendwie draußen irgendeinen Schriftzug zu finden, der Aufschluss gibt, aber... Die 3 grauen? Ja. Nee, die 6 grauen, 3 pro Seite. Ja, meine ich ja, die 3 auf jeder Seite, ja. Nee, es ist, wenn man auch guckt, da kann man eigentlich auch nicht lang gehen. Das ist einfach wahrscheinlich Rumpf und Style. Hm. Vielleicht sind es Raketen, die dann... Oder die Raketen sind ja unter dem Flügel, aber da sind Pfeile drauf. Das heißt, es suggeriert, dass sich das Ding bewegen kann. Vielleicht sind Komponenten dann verbaut irgendwie. Deswegen hast du ja wahrscheinlich auch Zugang zum Dach. Oder da kommen Drohnen raus. Es ist ja immer noch Exploration Ship, oder? Ja, gut. Explore heißt ja nicht gleich Langstrecken. Okay, hier haben wir eine Docking quasi Station. Da hat man 2 Suits, 4 Suits und Waffenrack und so weiter. Auf der anderen Seite, was haben wir da? Nichts, da sind Utensilien verbaut. Hier haben wir den Kühler, Powerplant. Okay. Hast du gerade den Fahrstuhl eingefahren? Nee. Dann fährt er sich von alleine ein. Ausgefangen. Aber hier wahrscheinlich die Engineer, Gravity Generator. Wahrscheinlich können wir hier auch mit rumspielen. Irgendwann. Weil hier steht nämlich eine schöne Konsole. Wer weiß, da lassen sie wahrscheinlich wieder irgendwelche Wracks entstehen. Und hier wird dann die Energy Life Support, genau. Hier kann ich dann einstellen, oh Gott, wir haben keinen Strom mehr. So, jetzt gehen wir mal weiter nach hinten. It's magic. In den Laderaum und ach so, wahrscheinlich ist es deswegen, du hast hier ja eine Konsole, hast du gesehen, ne, an dem Gestänge. Und wahrscheinlich wirst du da dann den Tractor-Beam bedienen, wo auch immer der ist. Dann. Wo soll der sein? Kommt der vielleicht noch? Soll sie wirklich einen Tractor-Beam kriegen? Ich weiß nicht, einfach um zu laden. Ich denke mal, die Cutlass Black kriegt ja auch so ein Teil, weißt du? Hm. Guck mal hier ist eine Konsole. Macht ja Sinn, oder? Wenn ich hier das Ding... Ja gut. Den Arm zum Laden. Aber du kannst von da aus nichts
wirklich sehen, weiß ich nicht. Na, ich denke, wenn du das anmachst, dann siehst du ja nur aus der Sicht von dem Arm vielleicht oder von dem Traktor. Weißt du, wie ich meine? Kann schon sein, aber es ist nichts Genaues, weiß man nicht. So ist es, wieso ist das Licht aus eigentlich? Ich hab was nicht. In einer Tour. So, ich gehe jetzt nochmal das, was ich am besten finde. Also so ist sie schon ziemlich kompakt aufgebaut. Aber was wirklich am geilsten ist, ist der Fahrstuhl. Finde ich richtig gut. Gerade weil er hier diese Hebel hat. Ja, hier geht's nach unten. Hier geht's in die Mess Hall und hier geht's nach oben. Also wenn man mal eine mobile Basis braucht, wo man sagt, okay, wir machen jetzt hier mal, ja, da kann sich hier oben einer positionieren. Da rennt wirklich einer rum, der ist gerade auf dem Pad. Da ist eine Conny gelandet, okay. Ich hole mal einen Rover, der soll ja reinpassen. Okay. Jo, und dann kann man hier herumlaufen. Oh, jetzt ist gerade Licht ausgegangen. Was nicht. Entschuldigung, ich bin im Schiff. Einstellung war gerade ganz komisch. So, also auf jeden Fall sind hier schon Slots. Also ich denke, dass man hier was verstauen kann oder Komponenten hat. Wer weiß das schon. Hier steht nicht dran. Aber öffnen kann man sie anscheinend. Irgendwann. Ja, es sieht halt schon Kiste. Bewusst aus. Ja, ich denke mal, gut, das, die werden dann noch ein bisschen schleifen. Die kriegt nochmal eine Überarbeitung, weil die ist ja noch nicht final. Glaubst du? Also klar, die kommenden Systeme, aber ob sie da jetzt noch... Die Frage ist, wenn ich den Fahrstuhl so bediene, ob du dann... Ob ich dann wieder runterkomme. Ich lasse den mal runterfahren. Oh, jetzt habe ich ihn ganz nach unten gefahren. Ich habe schon wieder Verdopplungen im Übrigen drin. 2 Mules. Wurde es nicht angefasst. Ja, das ist normal, würde ich sagen. Oh, hier ist ein Pad. Ah, hier ist ein Knopf im Boden, da kann man den holen. Ja, ich auch festgestellt. Ist ja immer wichtig zu wissen. Jetzt geht doch das Dach zu. Mhm. Exit Turret steht hier. Ist doch gar kein Turret. Ja, das gefällt mir gut, dass man hier oben rumtanzen kann. Das finde ich sehr geil. Oh, da kommt ein neues Schiff. Ah ne, die Conny ist abgehoben und haut ab. Schon cool, dass hier wieder, dass man echt mal Spieler trifft. Gut, hier in der Nähe von Microtech ist kein Wunder, aber... Naja, du triffst normalerweise auch Spieler, wenn du an solchen Außenposten ein bisschen rumlungerst. Also, ja, schon. Das ist richtig. Oder immer an solchen, wo die Leute auch Handel treiben und so. Ja. So, dann gucken wir nochmal von außen. Tada. Schon schick. So, sorry, ich musste erst was trinken. So, mal gucken. Die Rampe ist ja noch offen, okay. Rover, holst du einen Rover? Ja, hat eingestiegen. Okay. In der Sekunde. Seite ich jetzt mit dem Overlay auf oder nimmt er normal auf? Das wäre natürlich doof, aber... Noch hängen geblieben.
Hier ist ein Tick zu weit nach vorne. Ich bin drin, wir können starten. Auf. Ich war gerade kurz auf K. Passt doch, wunderbar. Ja, mehr als sogar. Also da kriegst du locker noch ein Trailbike dazu oder ein SDV quer oder ein. Hier Erik hat versucht, da die haben Panzer reingestellt, glaube ich. Ja. Oh, Press gefahren. Ja, das sieht man mal wieder. Das passt also auch rein. Gut, wir werden sicherlich noch mehr sehen von der Corsair. Das war's dann erstmal an dieser Stelle wieder. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Ja, denke, dann werde ich für heute auch schließen. Bye bye. Wir sehen uns spätestens Sonntag. Oder vielleicht morgen nochmal mit entweder Star Citizen oder irgendwas anderem. Mal gucken. Bye bye.